Ja, herzlich willkommen von mir. Ich bin ganz glücklich, dass ich hier sein darf. Ich glaube, es ist jedem von euch aufgefallen, dass alles hier total nett und liebevoll eingerichtet ist, selbst das Klo. Da, ich hatte mal eine Kneipe und daher weiß ich immer gucken, wie es Klo ist. So ist der Rest auch. Ja, hier ist wirklich bis ins letzte Detail alles. Ja, ich glaube so, dass wir uns alle wohlfühlen können und den Rest besorge hoffentlich ich heute Abend, dass ihr euch auch wohlfühlt. So ein Vortrag, wie sie schon gesagt hat, hat natürlich einen Nachteil, ne? Es ist alles Theorie. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich immer gerne zu dem, was ich erzähle, auch Bilder den Leuten irgendwie zeigen kann. Deswegen, bevor ich es vergesse, ich habe drei Leute aus meinem Team dabei. Und wer nach dem Vortrag sagt, boah, ich will das alles praktisch umgesetzt mal sehen mit meinem eigenen Hund, da habt ihr hier vor Ort die Alex. Ich glaube, du musst einmal aufstehen, so klein. Sie sitzt nämlich auf einem Mini-Hocker. Die Alex, an die könnt ihr euch vertrauensvoll wenden, wenn ihr sagt, ich möchte gerne ein bisschen Praxis haben. Die arbeitet bei mir in Using vor Ort oder in Langgöns. Und wer, kommt jemand aus der Ecke? Köln? Keiner? Ja, oh, schon zwei. Da sind Nils und Anne ab nächstes Jahr für zuständig. Also sprecht sie einfach mal. Ja, so Vorträge, wie gesagt, haben den Nachteil, es ist ja wie immer alles nur Theorie. Aber ich hoffe ein bisschen, euch heute Abend mit auf eine Reise nehmen zu können zu dem Thema Kommunikation versus Erziehung. Und ich habe diesen Vortrag jetzt nochmal neu überarbeitet. Ich habe den das letzte Mal gehalten in Pforzheim auf einem großen Symposium. Und noch bevor es losging, kam ein netter junger Mann zu mir und sagte, sag, was ist eigentlich dein Ernst, dieser Titel? Und ich habe die Frage gar nicht verstanden. Offensichtlich war es für ihn so, dass er sagt, er hat quasi einen Widerspruch in meinem Widerspruch gesehen. Weil ich gesagt habe, also Kommunikation versus Erziehung, geht das überhaupt? Für mich ist das eine dasselbe wie das andere. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns heute Abend zunächst auf Definitionen einigen. Also, dass wir gleich einfach erstmal sagen, oder eigentlich ich euch sage, was verstehe ich unter dem Begriff Kommunikation und was beinhaltet für mich der Begriff Erziehung. Das ist ganz wichtig, weil ihr habt jetzt alle ja irgendein Bild im Kopf. Also, ihr da verknüpft ja mit diesen beiden Begriffen etwas und wir reden völlig aneinander vorbei, wenn ich euch nicht genau definiere, was meine ich damit. An der Stelle ist wichtig, weil ich überhaupt nicht weiß natürlich, wie viele ganz neue Leute dabei sind, die meine Arbeit noch überhaupt nicht kennen. Wenn ich sage, ich definiere diese Begriffe, meine ich damit nicht nur, meine Definition ist die richtige. Das ist mir mein Herzensanliegen für alle Neuen, zu sagen, natürlich bin ich überzeugt von dem, was ich tue und möchte immer mehr Menschen auf diesen Weg so ein Stück weit mitnehmen, aber ich bin nicht der Meinung, dass das der einzige heilige Weg ist, den es irgendwie gibt und alles andere ist schlimme Sünde oder so. Jeder möge für sich seinen Weg mit seinem Hund finden. Und ich sage immer, schlussendlich, das, was für eure Hunde wirklich zählt, ist, dass ihr hinter dem steht, was ihr tut. Und ob ihr dann klickert oder balsert, ich glaube, das ist dem Hund ziemlich egal. Ja. Definieren wir also zunächst mal diese beiden Begrifflichkeiten. Was verstehe ich unter Kommunikation? Was verstehe ich unter Erziehung? In dem Bereich der Kommunikation, da denken die meisten an, naja, wie kommunizieren Hunde untereinander, körpersprachlich. Also denkt man so, ja, Kommunikation, da meint sie wahrscheinlich die körpersprachliche Auseinandersetzung mit dem Hund. Nein, darum geht es, also darum geht es sicherlich auch ein Stück weit, aber es geht vielmehr darum, ich definiere Kommunikation damit, dass wir wirklich Hunde beobachten, dass wir ihre Kommunikationssignale und Abläufe und Reihenfolgen einfach mal verinnerlichen und dass wir eine Idee davon bekommen, wie der Hund die Welt sieht. Natürlich ist diese Definition des Wortes Kommunikation schon wieder Interpretation meinerseits. Das ist klar und ich beharre auch nicht darauf, dass das die einzig richtige Interpretation ist, aber wir machen das nun auch schon so eine ganze Weile, also mittlerweile fast 25 Jahre, und setzen das, was ihr heute Abend theoretisch aus dem Bereich der Kommunikation hört, praktisch mit den Hunden um und erzielen da wirklich tolle Erfolge für Mensch und Hund. Und ja, also auf Deutsch, in welcher Welt lebt der Hund eigentlich? Wie nimmt er seine Welt wahr? Wie laufen Abläufe ab zwischen Hunden, wenn die einander begegnen, zwischen einem Hund, der Führungskompetenz hat, und einem Hund, der diese Führungskompetenz akzeptiert? All damit beschäftigen wir, wie nimmt er seine Welt wahr, was bedeuten Dinge, die bei uns unterbewusst ablaufen, was bedeuten die für den Hund? Darum wird es heute Abend gehen und der Gegenpart dazu, sozusagen das Wort Erziehung, damit definiere ich das, was schon auch immer noch vielerorts gemacht wird, nämlich die Erziehung des Hundes mittels Hörzeichen.
Also Sitz, Platz, Fuß, bleib stehen. Solche Dinge. Ja? Das in den Bereich der Erziehung gehört für mich die reine konditionierte Erziehung des Hundes, wo man die Idee hat, dass man eben den Hund über Hörzeichen durchs Leben führt. Und an der Stelle sei auch schon gesagt, wenn wir hier unter euch Leute haben, die sagen, ich komme da super mit klar. Du, ich mache da aber hier so Sitzplatz, bleib und ich komme prima durchs Leben, macht's weiter. Egal, was ich heute Abend erzähle und egal, wie überzeugend das klingt, macht es weiterhin. Der Weg, der für euch und eure Hunde funktioniert, der ist natürlich in Ordnung. Für mich stehen diese beiden Begriffe einmal, die Kommunikation ist für mich das Sinnbild für das, wie ich mir eine harmonische Beziehung zwischen Mensch und Hund vorstelle. Und das Wort Erziehung steht im Prinzip dafür, wie ich mir eine funktionale Beziehung zum Hund vorstelle, wo es also sehr viel darauf ausgelegt ist, dass der Hund einfach funktioniert und einfach tut, was ich sage. Ganz wichtig, weil ihr jetzt alle andächtig und schweigend da sitzt und mich alles anschaut. Ihr dürft jederzeit Fragen stellen, jederzeit. Die schlimmste Antwort ist, erkläre ich später. Ja, also lebt ein bisschen mit. Dann kann ich mein Wissen, was ich im Gepäck habe, im Prinzip an eure Bedürfnisse am besten anpassen. Ich möchte mit euch ein paar Basics durchgehen, in denen sich vielleicht der eine oder andere wiederfinden wird. Und ich empfehle euch am heutigen Abend weniger mit dem Verstand als mehr mit dem Herzen zuzuhören und mit dem Bauch, weil der wird euch schon sagen, ob das irgendwie stimmig ist, ob sich das gut anfühlt für euch, was ich da erzähle, oder ob es im völligen Widerspruch zu dem steht, wie ihr bisher mit euren Hunden umgegangen seid. Ich möchte, dass wir ein paar Dinge, die unter Hunden normal sind, miteinander durchgehen und uns überlegen, wie wirken wir denn wohl auf den Hund, wenn wir uns nicht entsprechend dieser Kommunikationsabläufe und Regeln und Reihenfolgen verhalten. Unter Hunden ist es so, dass die größte Aufmerksamkeit, das heißt die größte Beachtung, hat in einem Hunderudel, und das habe ich seit vielen Jahren beobachtet, haben die Hunde, die Führungskompetenz haben. Diese Hunde werden beobachtet, diese Hunde werden angeschaut. Warum? Weil von diesen Hunden natürlich auch Schutz und Sicherheit für das Rudel ausgehen. Und natürlich versucht man, die im Auge zu behalten. Und so beginnt auch im Prinzip die Beziehung zwischen diesen beiden Hunden. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, wie unsere Beziehung zu unserem Hund begonnen hat, dann geht uns vielleicht an der Stelle ein erstes kleines Licht auf. Denn wie beginnt denn unsere Beziehung zum Hund? Und völlig egal, ob es ein Welpe ist, da ist es noch viel schlimmer. Oder es ist ein erwachsener Hund. Aber was ist das allererste, was wir ihm kommunizieren? Weil wir sind ja verliebt. Was machen wir? Wir schauen ihn an. Den ganzen Tag. Wir beobachten ihn, wenn er klein ist noch. Dann schreien wir vor Verzückung mindestens 5-mal am Tag. Oh, ist das süß. Das heißt, die Beziehung zwischen uns und unserem Hund beginnt damit, dass das Erste, was wir ihm kommunizieren, ist, du führst. So, jetzt ist das so lange lustig. Solange man so ein, also an der Stelle ist es noch lustig, so in den ersten paar Tagen. Wenn man einen Hund hat, der sagt, führen, auch kein Problem, kann ich machen. Ich kann euch aber sagen, das sind die wenigsten. Und ein Welpe ist es ganz sicher schon mal nicht. Das heißt, dass wenn ein Welpe in einen Haushalt kommt und das Erste, in seiner Sprache bedeutet das, was wir tun, du bist hier derjenige, der die besten Entscheidungen trifft. Wir verlassen uns alle auf dich. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Welpe ganz leicht überfordert damit ist? Oder nehmen wir was anderes aus dem Tierschutz, irgendein instabiler Hund, ein Angsthund, den ich herhole. Und das Erste, das Allererste, was er mit mir zusammen erlebt, ist, dass ich in seiner Sprache sage, du bist derjenige hier, auf den wir uns alle verlassen. Versteht ihr? Es geht also hier jetzt aber nicht darum, nicht, dass ihr mich falsch versteht, um zwanghaftes Ignorieren. Weil das könnt ihr auch nicht. Ich hoffe, das ist ja jetzt nur Punkt 1 auf unserer Liste. Es kommen noch ein paar Punkte, die so in so eine ähnliche Richtung gehen. Ich hoffe, dass ihr nach Hause geht und sagt, ich ändere jetzt meine Verhaltensweisen. Und zwar nicht,
weil die Frau recht hat, sondern weil ich was verstanden habe. Weil ich gerne endlich, und ihr könnt Hundeleben leben hier und jetzt, ihr könnt nach diesem Vortrag nach Hause gehen, durch die Haustür kommen und sagen, heute ist Tag X. Aber heute läuft alles anders. Eure Hunde machen das mit, das verspreche ich euch. Ob ihr in der Lage dazu seid, ist eine andere Frage. Aber eure Hunde werden sofort an einem veränderten Verhalten merken, okay, heute ist Tag X, ab heute läuft es anders. Denn, was ist denn die Folge davon, dass wir uns so verhalten? Die Folge davon ist, dass wir Hunde haben, die sich nicht für uns interessieren. Dass wir Hunde haben, dass der größte Wunsch des Hundebesitzers, wenn er zu mir ins Training kommt, ist, ich möchte, dass mein Hund aufmerksam auf mich ist. Ich möchte, dass mein Hund mich anschaut. Dieser Blickkontakt ist der größte Wunsch des Hundehalters, der Hund immer wieder mit dem Blick abfragt. Nun haben wir ja schon in Punkt 1 verstanden, dass wir uns eine Menge Mühe gemacht haben, dem Hund zu sagen, es läuft hier genau umgekehrt. Ja, ich schaue auf dich. Und jetzt wird's verrückt, weil jetzt gehen wir in die Hundeschule. Und jetzt trainieren wir Schau. Schautraining? Bekannt? Schauleckerchen, Schauleckerchen, Schauleckerchen. Oder, auch schön, man sagt uns in der Hundeschule, ja, du musst interessanter werden für den Hund. Und dann gehen wir in den Wald und machen, das ist auch sehr speziell, da machen wir so Wienerle in Baumrinden rein und lassen den Hund suchen oder verstecken uns oder quietschen wild oder rennen herum oder was auch immer wir da tun. Wisst ihr, was ich meine? Der Teil Kommunikation ist das, was in der Natur des Hundes diese Aufmerksamkeit bedeutet. Und der Teil 2, sich interessant machen, herumquietschen, dieses ganze Theater, das wir dann halten, dieses ganze Gebettel, was wir dann halten, damit der Hund auf uns aufmerksam sein, das ist der Bereich der Erziehung. Und dann trainieren wir Schau. Stimmt irgendwas nicht, oder? Hm? Geht so. interessant ist, was wir noch so machen nach dem Schau. Also wir waren dann wieder uns nicht aufmerksam, wir möchten, dass er da aufmerksamer wird. Also trainieren wir Schau und dann tun wir sehr interessante Dinge. Wir machen nämlich, es kommt ein Artgenosse und dann machen wir Sitz und dann machen wir Schau und dann macht der Schau und dann tun wir was Verrücktes, aus Hundesicht betrachtet. Danach sagen wir, lauf! Das heißt, erst sagen wir dem Hund, achte auf mich, ich bin total wichtig, wirklich irre wichtig. Und jetzt geh weg von mir. Es gibt unter Hunden kein Kommunikationssignal, das bedeutet, geh weg von mir. Gibt es nicht. Kein mir bekanntes Kommunikationssignal. Also geh weg von mir im Sinne von, du hörst, geh weg von mir gibt es ganz viel, ja. Aber nicht geh weg von mir im Sinne von, du gehörst zu meiner Gruppe. In dem Moment, wo du zur Gruppe gehörst, wird dir niemand sagen, geh weg von mir. Also wenn ihr nach Hause fahrt und könntet auf das Hörzeichen Lauf verzichten, das wäre schon mal eine Riesennummer. Weil macht euch bitte bewusst, was einfach ihr mit diesem konditionierten Wort, was dieses Wort bedeutet. Ich weiß, dass das für euch bedeutet, der Hund hat jetzt Freizeit und er darf laufen. Ich sag euch, denkt einfach eine Sekunde drüber nach, weil ich lade euch, ich will euch überhaupt nicht von gar nichts überzeugen heute Abend, aber ich lade euch ein, drüber nachzudenken, ob es Sinn macht, irgendein Hörzeichen zu haben, was für den Hund bedeutet, geh weg von mir. Und dann auch noch so verrückt zu sein und daran Freude zu empfinden, dass er dann weggegangen ist. Das ist für Hunde, glaube ich, ein bisschen komisch. Das zweite, Punkt 2, wieder, wir gehen kurz in den Bereich Kommunikation, wir gehen kurz in die Welt des Hundes rein. Da ist es so, dass die Hunde, die Führungskompetenz besitzen, auf zwei Dinge achten und zwei Dinge bestimmen. Nämlich zum einen Richtung und Tempo, in dem sich der andere bewegt. Das ist ein Führungsmerkmal, ist, dass ein Hund mit Führungskompetenz in der Lage ist, die Bewegung des Gegenübers zu beschränken. Und jetzt kommt's, und das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig zum Gesamtverständnis, dass er das tut, impliziert aber in Hundesprache ein Versprechen. Nämlich das Versprechen, derjenige, der das tun darf, das ist auch derjenige, dem man vertrauen kann und zu dem man geht,
wenn man mal ein Problem hat. Versteht ihr? Das ist wichtig, weil wenn ich Menschen bitte, in meinen Seminaren den Raum der Hunde zu beschränken und den Hunden zu sagen, wo sie sich bewegen dürfen und in welchem Tempo sie sich bewegen dürfen, gibt es nicht wenige, die damit ein Riesenproblem haben. Warum ist das so? Weil wir die Idee haben, dass Hunde uns dann lieben, wenn wir wahnsinnig nett zu ihnen sind. Unsere Idee ist, dass wenn wir ihnen das geben, was vielleicht, wenn du es einem Menschen gibst, kommst du ans Ziel. Und die Idee ist, wenn wir ihnen all das geben, dann werden sie uns mögen. Und es ist unsere schlimmste Befürchtung ist, dass wenn wir ihnen Grenzen setzen, wenn wir Korrekturen einführen, wenn wir ihre Bewegung einschränken, die größte Angst, das sagen mir manche auch, die stehen neben dem Kofferraum und sagen, mag er mich danach noch? Und ich sage, das ist der Tag, an dem er beginnt, dich zu lieben, weil er endlich kriegt, was er braucht. Und zwar so zu lieben, wie du es dir wirklich wünschst. Denn du tust ihm nichts Gutes damit, seine Richtung und sein Tempo nicht zu bestimmen. Manchmal kommt es sogar vor, wir haben ja eine recht effektive Vorgehensweise, was die Leinenführigkeit angeht. Leinenführigkeit ist nichts anderes, als Tempo und Richtung zu bestimmen. Ja, bei uns jedenfalls. Und es gibt wirklich Menschen, die mich dann fragen, also wir haben das trainiert und es läuft alles super und der Hund ist schön leinenführig und der schaut auch immer so schön. Ist bei uns nämlich kostenlos bei der Hundeteamschule, ist eine Folge der Arbeit, dass der Hund dann aufmerksam ist. Dann sagen die zu mir, darf er denn jetzt wirklich nie mehr an der Leine ziehen? Und dann stehe ich immer dort und denke, also ich meine, ist das eine ernsthafte Frage? Darf er nie mehr an der Leine ziehen? Warum glauben wir, dass an der Leine ziehen, also dich von A nach B ziehen, von einem Schliffenfleck zum anderen, dass das etwas ist, was für einen Hund Vergnügen ist. Und bei mir zu laufen, neben mir zu laufen und mit mir im Gespräch zu sein, ist kein Vergnügen. Falls jemand der Meinung ist, dass Leineziehen ein Vergnügen ist, ich wäre sehr froh über eine Erklärung, die ich vielleicht verstehe, weil ich verstehe das nicht. Es ist für einen Hund, wenn du so hinter ihm herrennst, als wenn er nett neben dir geht. Und manche fragen mich auch, muss er denn jetzt immer neben mir gehen? Ja, warum nicht? Also er darf später ja natürlich auch laufen, wo er auch immer möchte. Das ist Ziel unserer Arbeit. Aber der Anfang, der Beginn, Tag X, ihr wisst schon, ist erstmal, ich gebe Tempo und Richtung vor. Mit dem Tempo und Richtung hat übrigens spielt auch noch eine Rolle bei unserer Idee von Sozialisierung. Die hat nämlich oft zur Folge, dass wir unsere Hunde in Spielgruppen oder Hundewiesen laufen lassen. Und da ist ein Merkmal von so einer guten Hundewiese, ist, dass möglichst viel gerannt wird, damit der Hund möglichst schnell müde ist. Und Menschen kommen nicht auf die Idee, auf dieses Tempo des Hundes Einfluss zu nehmen und sind sich überhaupt nicht im Klaren, was für ein extrem wichtiges Kommunikationswerkzeug sie wegschmeißen. Ich habe jetzt, zu Weihnachten kommt eine neue DVD von mir raus, ich habe den Titel vergessen, Basistraining für Junghunde, also eine DVD für Junghunde. Und auf dieser DVD zeige ich, was passiert, wenn du zwei Gleichaltrige in so ein Gelände reinschickst und mal nichts machst. Da geht die Post ab, sage ich euch. Die springen, die hüpfen und ich habe es extra gefilmt, weil ich weiß, die Leute werden verzückt vom Fernseher sitzen und sagen, guck mal, süß. Ja, weil das ist das. Viele Menschen glauben, je mehr Action da ist, je mehr Aktivität da ist, umso glücklicher ist mein Hund. Und dann führen wir diese Junghunde, und ich sage bei der Junghunde-Nummer immer besonders beim jungen Hund, was soll einer, der keine Ahnung hat vom Leben, von jemandem lernen, der auch keine Ahnung hat vom Leben? Wo ist da die Logik? Was lernen die jetzt? Weil die lernen ja immer. Da haben die Konditionierungsleute recht, Lernen findet immer statt. Der lernt immer darum. Die Frage ist nur, was? Du stehst da, bist vergnügt, während die da fetzen ohne Ende und ich frage, was lernen die voneinander? Weil danach haben wir Sequenzen gefilmt, wo wir die jungen Hunde zusammengeführt haben mit souveränen, coolen, abgeklärten Althunden. Da haben die auch versucht zu rennen. Da haben die aber auf Granit gebissen. Und dann siehst du richtig, wie diesen jungen Hunden ein nach dem anderen ging da oben so ein Licht auf. Ach, renn nicht, nicht rennen. Nee, sagen die Althunde, du kannst rennen, aber ohne mich. Und da haben die Hunde ein wichtiges Thema gelernt. Und im Hunderudel ist es so, zumindest meine Beobachtung, und ich rede immer von Haushunden, das ist ganz wichtig. Ich habe noch nie Wölfe irgendwie live, nicht, also höchstens mal im Zoo oder so, von Wölfen gar keine Ahnung und von mit wild lebenden
Haushunden, wie Block das macht, ausgewählten Haushunden, da habe ich auch noch nie gearbeitet. Wenn ich von Rudeln spreche, spreche ich wirklich von dem, was ihr daheim habt, jeder, der mehr als einen Hund hat. Ja, meine Definition von Rudel. Und ich habe die beobachtet und ab und zu habe ich Glück und in diesem Rudel gibt es einen Hund, den habe ich einen lustigen Namen gegeben und der heißt Fräulein Rottenmeier. Ich habe ihr Fräulein Rottenmeier mit ein bisschen Glück mal in der Hundeschule auch kennengelernt. Oder auf einer Hundewiese gibt es auch ab und zu ein Fräulein Rottenmeier. Das sind nämlich die Hunde, die gar kein Spiel zulassen. Das sind auch die ersten, die in der Hundeschule rausfliegen. Weil die genau das, weswegen Menschen auf Hundewiesen und in Spielgruppen gehen, nicht zulassen. Und die gehen da radikal dazwischen und die verteilen eine ordentliche Korrektur. Sobald Tempo reinkommt, bumm, wird das sofort unterbunden. Das Verrückte ist, das sind die ersten, die in der Hundeschule rausfliegen. Und zwar als asozial. Verrückt, oder? Völlig verrückt. Da gibt es einen Hund, der sagt, das ist Kacke. Und ich sage, wenn ein Hund sagt, das ist nicht in Ordnung, wer hat dann recht? Ich, weil ich ein höher übergeordnetes Wesen bin, oder vielleicht der Hund? Unruhe, stabile Hunde. Hunde mit Führungskompetenzen oder alte Hunde, so ab 10 aufwärts, sind ganz oft Hunde, die keine Unruhe mehr dulden. Wie kommen wir denn auf die Idee, dass das falsch ist? Manche Leute haben die auch im eigenen Rudel und korrigieren sich da dumm und dämlich an denen und sagen, verstehe ich überhaupt nicht. Ja? Und wenn dann einer aus meinem Rudel mit einem anderen Hund spielen möchte, dann lässt er das, rastet er richtig aus an der Leine. Sag ich, hey, hello, du lässt einen Hund aus deinem Rudel, das heißt, du hast mehr als einen Hund, sonst hättest du ja keinen Rudel, mit einem rudelfremden Hund spielen und du wunderst dich, dass dein 10-jähriger Opa an der Leine abgeht wie Schmitzkatze? Was genau ist das, was du nicht verstehst? Treffen sich zwei Rudel draußen auf, ne, im Wald, so, wir stellen uns das jetzt mal hypothetisch vor. Die machen auch keine Welpenspielgruppe auf, oder? Also irgendwie muss uns doch grob klar sein, dass da irgendwas dran ist, oder? Und was machen wir? Wir nehmen keinen Einfluss auf Richtung und Tempo der Hunde. Also weder auf das Tempo, weil wir glauben, Rennen ist toll, noch auf Richtung, im Gegenteil, leider. Leinenführigkeit oder eine nicht vorhandene Leinenführigkeit ist nichts anderes, als der Hund gibt Richtung und Tempo vor. Und ich sage immer, ein Hund, der an der Leine zieht, hat einen Hundeführer, der es zulässt. So einfach ist das. Ganz einfach. Fahrt nach Hause und sagt heute Abend zu eurem Hund, weißt du was, du ziehst ab heute nie mehr an der Leine. Und lasst es nie wieder zu. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wie soll ich denn das machen, antworte ich euch, weil es leider ein Theorievortrag ist, ich kann es euch auch nicht zeigen, antworte ich euch, scheißegal wie. Kriegst irgendwie hin. Nur lass es nie mehr zu, dass er an der Leine zieht. Weil jetzt passiert ja was. Ne? Also ich habe euch jetzt erklärt, warum sie an der Leine ziehen. Weil wir uns entsprechend im Vorfeld verhalten haben. Und jetzt wird es verrückt, weil jetzt sind wir ja wieder bei Erziehung. Jetzt gehen wir wieder in die Hundeschule. Und sagen, so jetzt reicht es, da muss jetzt Leinenführigkeit lernen. Und tappen, ohne dass wir das merken, in die nächste Kommunikationsfalle. Weil, und ich nehme extra heute nicht, um es zu verurteilen, das will ich an der Stelle nochmal ganz klar sagen, sondern um was zu verdeutlichen, das ist ein Riesenunterschied. Dann nehmen wir gängige Methoden, nehmen wir die gängigste Methode, dem Hund beizubringen, leinenführig zu sein, in einer Hundeschule, wo Erziehung das oberste Gebot ist, stehen bleiben. Gibt es Menschen, die das probiert haben? Immer stehen bleiben, wenn er zieht. Gibt es welche, die es ausprobiert haben? Stehen bleiben oder Richtungswechsel? Stehen auch schön. Das ist interessant, wenn du dann, du stehst da und dann, wenn du dann in die Hundeschule gehst und sagst, ich stand da eine Viertelstunde, kriegst du als Antwort, ja, musst noch länger stehen bleiben. Tatsächlich ist es aber so, dass Folgendes passiert: Die Leute laufen los, der Hund zieht, sie bleiben stehen. Intelligenter Hund, also. Herdenschutzhund steht in 2 Tagen nicht da. Intelligenter, also nicht, dass der dumm ist oder so, ne? Aber intelligenter, schneller Hund wird sagen, was hast du denn für ein Problem? Kommt dann zu dir, reiht sich ein, du gehst einen Schritt weiter, er zieht wieder und das Jojo-Spiel wiederholt sich. Alternative, wie man es dann am besten noch, achso, am besten noch Leckerchen reinstopfen. Schau wäre auch schön an der Stelle. Schau. Und
Oder alternative Richtungswechsel. Ne, ihr sollt gehen und wenn der Hund zieht, die Richtung wechseln. So, jetzt pass auf. Kommunikationsfalle. Und zwar Riesenkommunikationsfalle. Leider. Wenn man jetzt weiß, dass in hündischer Kommunikation stehen bleiben ein elementares Mittel von Hunden ist, die eine Führungskompetenz besitzen, dann kapieren wir jetzt, was wir jetzt gerade hier tun. Wir zerstören uns ein elementares Kommunikationsmittel. Denn wenn du ein Rudel beobachtest, das freiläuft von A nach B und ein Hund, der Führungskompetenz hat, steht, bleibt stehen, steht die ganze Gruppe. Und zwar in einer Sekunde. Weil die sagen, der hat einen Grund. So. Das heißt, dein Hund kommt zu dir und weiß das auch noch übrigens in der Regel. Das Stehenbleiben in Hundesprache in seine eine Vokabel ist. Und dann kommen wir und kommen auf die Idee, wir erziehen jetzt den Hund zur Leinenführigkeit. Bleiben alle 3 Meter stehen. Also ein durchschnittlich intelligenter Hund hat nach 5 Wiederholungen 1 verstanden. Wenn Menschen stehen bleiben, bedeutet das gar nichts. Es geht jetzt nicht darum, ob man mit dieser Methode einen leinenführigen Hund bekommt. Darum geht es nicht. Es geht darum, was wir ihm kommunizieren. Wir bringen ihm nämlich bei, weil wir bleiben ja stehen ohne Grund. Versteht ihr? Das erste Mal, wenn ihr das macht, bleibt der Hund erstaunt stehen, guckt dich an und sagt, oh, du hast bestimmt einen Grund gehabt. Und dann guckt der Junge und sagt, ich sehe den Grund zwar nicht, aber du wirst trotzdem sicher einen gehabt haben. Und dann geht es wieder weiter und dann bleibst du wieder stehen und der Hund denkt wieder, ah ja, ne? Hunde sind wirklich extrem kooperationsbereit. Ich glaube, viel kooperationsbereiter als viele andere Tierarten. Und 3-4 Mal, er wird jedes Mal wieder sagen, du bist stehen, du hast einen Grund. Und dann guckt er sich um und stellt fest, nein, es gibt keinen Grund. Und dann denkt er sich, ja gut, da komme ich halt mal wieder zurück. Und dann gehst du halt wieder weiter und dann zieht er halt wieder. Alternativ gehen wir kurz auf das Kommunikationsmittel Richtungswechsel ein. Wenn ein Hund mit Führungskompetenzen die Richtung wechselt, dann das sieht aus, wie als würde das Rudel wie ein Schatten. Drehen die sich mit um. Weil stehen bleiben und die Richtung wechseln ein ganz, ganz wichtiges Kommunikationsmittel ist. Und der hat immer einen Grund, wenn er stehen bleibt oder die Richtung wechselt. Es hat irgendeinen Grund. Hunde tun nichts ohne Grund. Gar nichts. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ihre Grundmotive verstehen und verinnerlichen. Weil dann tun wir gewisse Dinge hoffentlich in Zukunft nicht mehr. Ganz davon abgesehen. Also das soweit verstanden. Ihr sitzt schon wieder so an, nicht? Manche gucken ein bisschen böse jetzt. Kriege ich Angst hier vorne, ne? Also ich bin auch sensibel. Ja. Wenn du da jetzt ein Rudel hast und ja, dann der souveräne, führende Hund, der ist doch nicht immer vorne, oder? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also tatsächlich ist es so, dass meine Beobachtung von Hunden mit Führungskompetenz sind, dass die in der Mitte des Rudels laufen. Ja, genau. Und das ist ja das Tolle. Hunde haben ja im Gegensatz zu uns Menschen 275 Grad Blickwinkel. Deswegen ist die Schaunummer auch so lächerlich. Also die können, wenn ich so gucke, ist hier fertig bei mir. Der Hund sieht das. Das heißt, wenn du jetzt Schau machst, als Ablenkung, wenn ein Artgenosse kommt, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine Beleidigung hündischer Intelligenz, weil der kann dir so in die Augen gucken und sieht, was da passiert. Versteht ihr, warum sagen wir Schau? Also man kann da auch gleich selber nach dem Artgenossen gucken. Mal abgesehen davon, dass es ihn extra Schau, wirklich, Schau ist für mich wirklich ein Problem, weil besonders wenn es als Ablenkungsmaßnahme oder Alternativverhalten, genommen wird, zum Beispiel, dass Artgenossen vorbeigehen können, weil jetzt hat der Hund schon, der hat 3 Probleme. Problem Nummer 1. Du sagst in einer Situation, in der er vollkommen im sozialen Modus ist, nämlich in der Auseinandersetzung mit dem Artgenossen, kommst du ihm mit Konditionierung. Hund ist, wie gesagt, extrem kooperativ, versucht also, das deinen Wunsch zu erfüllen und dir in die Augen zu glotzen. Problem Nummer 2, er sagt, auch wenn ich hier hinschaue, sehe ich den Rest. Und jetzt kommt das größte Problem für ihn, du schaust ihn an. Anstatt den Artgenossen anzuschauen oder dorthin zu schauen, wo du gerne hinlaufen möchtest. Und das macht ihm ein richtiges Problem. Weil der Hund sagt, sonst würdest du ja diese Alternativverhalten-Ablenkungsnummer nicht machen, wenn du keine Probleme in der Artgenossenbegegnung hättest, weil dann könntest du ja einfach vorbeilaufen. Das heißt, ich gehe davon aus, du hast schon ein Problem. Dein Hund hat jetzt 3 Probleme. Denn das 3. Problem ist, dass er sagt, du guckst nicht mal, da kommt die Gefahr und du schaust nicht mal hin.
Also ich würde, wenn du dir sicher bist, dass sie nicht irgendwie im Kopf in Hütemodus geht, was auch passieren könnte, es gibt ja nun dieses Anstupsen auch anders. Wenn du dir da sicher bist, wenn du sie dafür ankackst, wird sie noch mehr dich anstupsen, weil sie noch mehr Bedürfnis hat zu erfahren, ob jetzt endlich alles wieder in Ordnung ist. Also du müsstest es daran merken, weißt du, wenn es was ist, was man unterbrechen kann, dann kann es sein, man hat das Anstupsen fehlinterpretiert als Zuneigungsgeste. Aber wenn ich sie ankacke und sie macht es immer noch und immer wieder, dann spricht es eher dafür, dass sie dann erst recht abfragt. Und Border neigen dazu. Border hassen es, Fehler zu machen. Wenn die mitkriegen, dass sie einen Fehler gemacht haben, das ist für sie, das ist wirklich schlimmer als für einen deutschen Schäferhund. Der deutsche Schäferhund sagt, auch Fehler gemacht, na und? Was ist ein Problem? Und der Border Collie sagt, hoffentlich lebt sie mich morgen noch, wenn es geht. Ja, ja, habe ich festgestellt. Also sehr, intensiv. No. Ja? Ich noch mal eine Frage zu Welpenspielgruppen und so. Ja. Weil eigentlich ist ja die Idee dahinter, weil der in der Natur auch noch mit ihren Geschwistern zusammen wären, auch noch ziemlich lang, dass man das quasi symbolisiert. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Welpenspielgruppen aus diesem Grund aufgekommen sind, dass man aus der Natur etwas nachahmen wollte. Aber deine Frage dazu ist, wie ich zu Welpenspielgruppen stehe? Nee, das habe ich ja gehört, wie du dazu stehst. Aber ich sehe das halt so, ja okay, normal wären sie mit ihren Schwestern noch zusammen, jetzt machen wir uns halt mit den anderen Welpen. Aber schau mal, in der Natur wären A, immer die Eltern dabei oder eine Amme. Und aber B. Sind ja die Trainer dabei. Warte. Erstens, B. Würden diese Amme oder die Eltern alles abbrechen, was sich irgendwie dem ähnelt, was ich in Welpenspielgruppen erlebt habe? Punkt B. Und Punkt C. Und jetzt wird's wichtig. Und der Welpe kommt, und eins kann ich dir sagen. Der Sozialpartner ab dem Tag, wo du ihn abgeholt hast, sein neuer Sozialpartner bist du. Du bist in der Verantwortung, dich absolut so zu verhalten, wenn du die Nummer mit der Kommunikation verstanden hast, wie Hunde das auch tun würden. Und das wiederum bedeutet, dass du dieser kleinen Wurst sagst, die ersten 3 Wochen seines Lebens, Minimum, bei mir ist schön, ich treffe dir besseren Entscheidungen, bei mir ist Schutz und Sicherheit und never ever würde ich dich irgendwo reinschicken, wo du eigene Entscheidungen treffen musst. Ich möchte, dass ich zukünftig dein Sozialpartner werde. Verstehst du? Welpengruppen führen zu Junghundegruppen. Junghundegruppen führen dazu, dass wir irgendwann erwachsene Hunde haben, wenn wir Glück gehabt haben, haben wir erwachsene Hunde, die sehen am Horizont Artgenossen und sind weg. Sie sind freundlich und sie wollen nur spielen. Aber sie sind weg. Warum? Weil wir holen sie als Welpe, stecken sie in eine Welpenspielgruppe und sie lernen das Tollste auf der Welt. Ist herumtollen mit weiteren Artgenossen, die auch keine Ahnung vom Leben haben. Und das führt dann irgendwann zu Hunden, dieses, wie viele von euch kennen, das freilaufende Hund rennt in dich und deinen Rudel oder deine Hunde rein, das kennt ihr doch bestimmt. Das ist das Resultat von Welpenspielgruppen und darauf folgenden Junghundegruppen. Diese Hunde nähern sich anderen Hunden nicht mehr hündisch. Das heißt, die Idee, Sozialverhalten lernen, Ersatzfamilie, kommt meiner persönlichen Meinung, es mag spezielle Welpengruppen geben, wo alles anders ist. Meine Erfahrung ist, es ist komplett genau das Gegenteil passiert. Die viele, viele Hunde wissen überhaupt nicht mehr, wie man sich einem Artgenossen nähert. Nämlich langsam, mit Abstand, mit Distanz, in Ruhe, umkreisen, beschnüffeln und wieder seiner Wege gehen. Das wäre normal. Die wenigsten Hunde, die in Welpenspielgruppen, Junghundegruppen waren, verhalten sich so. So, alternativ. Er will nicht hin, also er will schon hin, aber du hast festgestellt, er will dann irgendwann nicht mehr spielen. Und jetzt machst du was, sagst, jetzt geht's nicht mehr, mach ich mal die Leine dran. Und schon hast du eine Leinenaggression. Also die Idee, ich habe die Idee schon verstanden, ich habe selber Welpenspielgruppen geleitet.
die Idee ist in die Hose gegangen. Deswegen habe ich damit aufgehört. Weil ich wollte nicht Dinge fördern, die ich hinterher dann wieder ausmerzen muss. Verdienst du dran? Woran? Wolltest du doch nachher dann wieder weiter dran verdienen. Ja, das ist ja heute. Ich habe tatsächlich, und dann machen wir gleich erstmal eine Pause, ich habe tatsächlich das mal in einer offiziellen Hundetrainerveranstaltung als Argument gehört. Ist doch scheißegal. Langfristige Kundenbindung. Ich bin ausgerastet und habe den Saal verlassen. Ich weiß, ich sag's nur, weil es das gibt, tatsächlich. Also viele Hundetrainer wissen das. Die wissen, dass das nicht in Ordnung ist und dass das nicht zu den Ergebnissen führt. Und sie machen es halt trotzdem, warum auch immer. Aber haben wir immer so gemacht, ja. Bei uns gesagt. Da war noch eine Frage, die beantworte ich noch. Ich würde gerne mal auf den Anstieg zurück. Ja. Und zwar habe ich immer gedacht, wenn ein Hund es bei einem anderen Hund macht, das ist eine Spielaufforderung. Ich habe einen jungen Einjährigen und einen alten, der ist 10, 11. Ja. Und wenn der Junge, der geht aber dann hin und schubst ihn nur in die Seite. Ja, aber du meinst dieses Picken. Ja, genau. Das ist was anderes. Das gibt es auch als Spielaufforderung. Das gibt es auch, eigentlich geht ihr jetzt mal richtig auf den Sack. Ja, siehst du, aber dann ist das, schau mal. Also der Alte, der wäre sehr froh, wenn du heute Abend nach Hause kommst, sagst, pass auf, mir hat da jemand erzählt, dass der Kleine eigentlich nicht sagt, ich will spielen, sondern ich gehe dir jetzt unglaublich auf die Zwiebel. Warum tue ich das? Weil ich weiß, du wehrst dich nicht. Und sagst, heute habe ich es verstanden, wenn der Kleine da hingeht und das tun will, stehst du auch und verscheuchst den Kleinen und sagst, du pickst hier nicht an meinem Alten rum. Du wirst feststellen, dass sich in eurer Beziehung etwas verändert. Also, es geht weiter mit deinem nächsten Punkt. Was bedeutet, oder wie ist es unter Hunden, inwiefern beeinflusst ein Hund, der Führungskompetenzen hat, das Energieniveau und die Erregung des Gegenübers. Also zunächst mal ist wichtig, dass wir wissen, das ist genau der Punkt. Weil der Hund mit Führungskompetenz das Erregungslevel und das Energieniveau des anderen beeinflussen kann, ist er ein Hund mit Führungskompetenz. Jetzt ist es aber so, dass Menschen gar nicht sich wirklich bewusst machen, was für einen Hund Energieerhöhung bei einem anderen oder Energiesenkung bei einem anderen bedeutet, weil wir uns über unsere eigene Energie gar keine Gedanken machen. Und jetzt werdet ihr ganz überrascht sein, vermutlich, was ich jetzt für Dinge als Beispiele nehme. Nämlich zum Beispiel, was passiert, wenn dein Hund etwas tut, was er nicht soll, und du wirst davon wütend. Wut bedeutet für den Hund Energieerhöhung. Das heißt, er tut etwas, das führt dazu, dass du wütend wirst, deine Energie geht hoch und er sagt, krass. Ich kann deine Energie beeinflussen. Das ist aber nicht nur bei Wut so, das ist natürlich auch bei Angst so oder Scham lieben Hunde besonders. Das ist Energiesenkung, ja. Der Hund tut etwas, das ist dir wahnsinnig peinlich, du schämst dich. Übrigens, immer wenn diese Gefühle in euch auftauchen, tut euer Körper Dinge. Und wir wissen ja jetzt, ne, der Winkel deiner Füße und so weiter, ja, wenn du dich schämst, klappst du zusammen, du senkst den Blick, natürlich senkst du den Blick, du schämst dich ja, ja. Und damit senkst du, und der Hund kriegt natürlich mit, dass er das ausgelöst hat bei dir. Und das heißt, also ich meine, ich weiß, das ist jetzt eine verdammt schlechte Nachricht für all die, die sagen, ich schäme mich aber und ich werde auch manchmal wütend. Ich kann euch sagen, ich sage ja immer den Leuten, ihr könnt ja auch gerne so weitermachen wie bisher. Nur wenn ihr versteht, dass wenn diese Dinge passieren und die ausgelöst werden, dass die bei euch ausgelöst werden, damit hat der Hund gar kein Problem. Aber wenn die bei euch ausgelöst werden durch sein Verhalten, dann ist das wie die Katze beißt sich in den Schwanz. Versteht ihr? Weil wir wollen, dass der Hund, dass wir Einfluss auf sein Energieniveau haben, aber er löst bei uns eine Energieerhöhung oder Absenkung auf und damit sagen wir ihm leider wieder, du führst. Also ist die Nummer mit dem wütend werden und schämen und das alles, was ihr so an menschlichen Gefühlen habt, ziemlicher Quatsch. Und die gute Nachricht wiederum ist, dass wenn ihr lernt, damit umzugehen und Dinge, die euer Hund tut, all diese Gefühle nicht mehr auslösen, ist ja das Verrückte, dann hört er mit dem blöden Verhalten auf.
Da habt ihr mein Wort. Das ist tatsächlich so. Ich weiß, der ein oder andere denkt, ja, aber ich bin halt wütend. Da kann ich nur sagen, ja, du kannst ja, ich verbiete sie ja nicht. Du kannst ja auch weitermachen wie bisher und immer wieder wütend werden. Und immer wieder Stress kriegen. Oder du lernst, dich selber mal in die Reihe zu kriegen. Das hat nämlich dann zur Folge, dass dein Hund auch in der Reihe ist. Und ich habe dazu mal ein Video gemacht. Ich habe gewartet auf die Hundetrainer. Manchmal mache ich ja Videos einfach nur so zu meinem persönlichen Vergnügen. Ich habe ein Video gemacht in meinem Garten mit meinem Schäferhund. Und da gehe ich durch den Garten und zwar so, dass ich meinem Hund signalisiere, ich bin unruhig, ich bin nervös, ich bin hektisch. Ja, also ich düse das so durch meinen Garten und habe gefilmt, wie mein Hund reagiert. Und mein netter, lieber, wirklich außergewöhnlich, besonders toller deutscher Schäferhund springt um mich herum wie eine Geisteskranke und verbellt mich. Hab das Video reingestellt und hab gewartet. Also es kamen nicht die Hundetrainer um die Ecke. Ich habe nämlich darauf gewartet, dass ein Hundetrainer sagt, der Hund maßregelt sie. Dann hätte ich nämlich geschrieben, genau, das tut er. Und weißt du was, er hat recht. Weil ich habe die gleiche Situation nochmal gefilmt. Ich gehe normal durch meinen Garten. Ganz normal, laufe von A nach B, mache irgendwelche Blumen abschneiden. Da liegt der Hund, der steht nicht mal auf unter dem Tisch. Wisst ihr, was ich meine? Eure Hunde, ist das eine unerwünschte Verhaltensweise, dass so mich maßregelt? Könnte man so sehen, wenn man das so möchte. Ich sag, mein Hund hat mir beigebracht, ruhig zu sein. Ja, ihr lacht, aber es ist so. Und das ist also ein Schäferhund aus Leistungslinie, der schreit auch viel, wenn man so mit so einem Hund schon mal zu tun gehabt hat. Ich habe mittlerweile, dieser Hund hat mir beigebracht, meinen Puls auf 30 Schläge runterzufahren, in dem Moment, wenn bei anderen Hunden die Energie hochgeht. Und das führt natürlich dazu, dass diese sehr, weil euer Problem ist ja, dass ihr dann logischerweise, wenn ich dem Hund dauernd das Gefühl gebe, du beeinflusst mein Energieniveau, glaubt er, ich muss die Entscheidungen treffen und all diese ganzen Führungsprobleme, die ihr habt mit Hunden, Respektlosigkeiten, die führen einfach, das ist für den Hund eine logische Konsequenz. Er sagt, wenn ich dein Energieniveau beeinflusst, bedeutet das automatisch, ich führe, also führe ich halt. Dass ich führe, führt dazu, dass du immer weiter ausflippst, was dazu führt, dass ich immer weiter denke, dass ich immer noch führen muss. Oh, ein Teufelskreis. Ja, anstatt sich bewusst zu machen, Mensch, krieg dich doch mal selber auf die Reihe. Krieg dich doch einfach mal selber auf die Reihe. Ich habe wirklich, gestern Abend habe ich einen neuen Typen kennengelernt und wir haben uns unterhalten und er wollte von mir wissen, sag mir mal, was regt dich auf? Ja, reg dich auf zum Beispiel, wenn dich einer schneidet auf der Autobahn oder sowas, reg dich auf. Und ich komme wirklich, ich saß da und ich musste grübeln. Weil ich sage, mich regt nichts auf. Wirklich, ich reg mich, meine Hunde haben mir beigebracht, das sich aufzuregen. Und das ist alles Energieverschwendung. Das ist alles nicht nötig. Und wenn ich cool und souverän und gechillt und beim in mir gut bin und so, dann geht's mir geht's gut, denen geht's gut, alles ist gut. Das bedeutet aber, dass wenn meine Hunde ihr Verhalten ändern, das heißt Dinge tun, die unerwünscht sind aus meiner Sicht, ist mein erster Gedanke nicht, wie kann ich an dir rummanipulieren, sondern der erste Gedanke ist, was stimmt mit mir nicht. Und das ist ein Riesenunterschied, weil dann geht deine Konzentration auf dich. Und damit kann der Hund schon wieder super gut leben. Der versteht nur nicht, wenn dein Energieniveau schwankt, er daraus verhaltensweise sagt, warum du dann auf ihn sauer bist und von ihm auch noch was verlangst. Das ist nicht logisch. Bitte? Ich hatte das letzte Woche, habe ich meinen Schlüssel gesucht. Ja. Und nicht gefunden. Und ich habe ja gedacht, das muss ja nicht so rumschreien, ne? Aber meine Energie stieg. Und der Hund kommt und sagt, was ist denn hier los? Richtig. Was hier ist doch irgendwas so völlig, ne? Ja. Und dann denke ich mir, ich hatte ja, ich müsste dir erstmal wieder den Hund beruhigen. Und dann eben halt selber wieder ruhiger. Also das ist ja schon vor allem diese Energie, ja, die dann da kommt, das ist der Hund. Was ist ja hier los? Vor allen Dingen, jetzt mal ganz im Ernst, also jetzt sitzt du ja da, jetzt suchst du da sofort deinen Schlüssel nicht, ja? Jetzt wirst du mit mir gleich lachen können, weil ich meine, es ist doch völlig bekloppt, dass ein Metallgegenstand, der sich nicht an dem Ort befindet, an dem ich ihn vermutet habe, dazu führt, dass ich völlig ausraste. Excuse me, die objektive Realität ist, ein Gegenstand aus Metall ist nicht dort, wo ich ihn vermutet habe und das führt bei mir zu einer Energieerhöhung. Alles klar?
Ja, ich meine, wenn man das so ist wie muss, die nicht aufgeräumten Schuhe vom Ehemann zu einer Energieerhöhung bei Frauen führen. Ich verstehe das gar nicht. Es sind Gegenstände aus Leder und Dings, die sich an einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, vielleicht sogar geometrisch irgendwie nachvollziehbar, da rumliegen. Und wir rasten aus. Das ist doch nicht normal. Ja? Die waren umfangen. Ja, genau. Es gibt ja auch Situationen, wo man zum Beispiel Kinder hat, die ja. auch einfach ein höheres Energielevel haben. Ja. Und das ja auch dürfen. Ja. Und der Hund dann ja. kontrollieren kann. Ja. Toll, das kann ich verstehen. Ja. Aber es gibt, also es gibt jetzt, wenn du mich fragst, was soll ich tun, kann ich das ohne dich und deinen Hund gesehen zu haben nicht beantworten, weil es gibt Hundetypen, da wie gesagt will ich heute nicht zu sehr, aber es gibt Hundetypen, die werden das nie nervlich schaffen, den Kindern dabei zuzusehen, die muss man wirklich wegpacken, ganz einfach wegpacken. Wegpacken, irgendwo Tür zu machen, dass der Hund seine Ruhe hat. Und es gibt Hundetypen, den kannst du sehr wohl, das kannst du korrigieren. Du kannst dich einfach mal sagen, mein Freund, das geht dich gar nichts an, was da passiert. Aber ich muss da fairerweise den Hunden gegenüber fairerweise sagen, es gibt Hunde, Fräulein Rottenmeier zum Beispiel, hält das ganz schlecht aus. Ganz, ganz schlecht. Schnelle Bewegungen, unkontrollierte Energie, da ist der Drang, das zu kontrollieren, so extrem groß, dass du das, kannst du Fleischbrötchen hinschmeißen, kannst da Dachlatte draufschmeißen und schüttelt sich und sagt, ich habe immer noch ein Problem. Ja. Okay, also soweit, ne, Energieerhöhung, Energiesenkung und jetzt ist jetzt ja so, ne, ich will ja aber eigentlich das Energieniveau meines Hundes kontrollieren und jetzt geht es nämlich wieder los. Also aus Sicht der Kommunikation habe ich verstanden, was da Irres passiert für den Hund, ja. Aber wir haben ja ein Problem und jetzt geht's los, jetzt gehen wir wieder in die Hundeschule, wir machen wieder Erziehung und jetzt probieren wir die Nummer mit Sitz, Platz, Fuß, Bleib. So, und jetzt tappen wir in die nächste Kommunikationsfalle. Nämlich, wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht. Also angenommen, wir wollen dem Hund jetzt Sitzplatz, stehe ich, nehme mal dreigängige Gehörzeichen, ja. Das wollen wir ihm beibringen und dann haben wir es ihm beigebracht und dann fordern wir das ein. Und sehr viele von euch werden die Erfahrung machen, immer dann, wenn du das Hörzeichen brauchst, funktioniert es nicht. Aber keiner macht sich darüber Gedanken, warum das so ist. Und jetzt ist es so, und das ist übrigens, also das ist nicht von mir, das ist tatsächlich nachgewiesen, es ist so, dass das Gehirn dem Körper Informationen sendet, aber auch der Körper dem Gehirn Informationen sendet. Das kann man am einfachsten erklären an einem Beispiel, wenn du weinst oder bei Kindern, das ist am einfachsten, die sind ja noch so recht unverdorben, kleine Kinder, die weinen. Dann, wenn du weinst, hängen die Schultern, der Kopf ist gesenkt, die Tränen laufen. Und wenn du jetzt zum Kind hingehst und einfach nur das an Schultern anfasst und aufrichtest, einfach nur aufrichtest, geht's in Minuten, hört das Kind auf zu weinen. Warum ist das so? Weil der Körper sagt, in dieser Haltung weint man nicht. Versteht ihr das Prinzip dahinter? So. Und das funktioniert, oder was heißt funktioniert, das ist bei Hunden leider Gottes auch so. Das heißt, für den Hund hat die Position, Körperpositionen, Sitzen, Stehen, Liegen, sind hinterlegt im Gehirn. Und wenn ich jetzt von dem Hund in einer Situation, in der für ihn Stehen logisch wäre, Platz abfordere, kann er es nicht ausführen. Es ist unmöglich für ihn. Ich gebe euch da zum Beispiel, habe ich jetzt gerade letzte Woche Dienstag beobachtet. Da geht es auch, ich habe beim Agility zugeguckt und da ist ein junger Border Collie, der sehr, sehr abdreht, wenn die anderen Hunde laufen. Und das Frauchen möchte das kontrollieren. Er möchte, dass sie damit aufhört. Und ich habe sie dabei beobachtet, wie sie krampfhaft versucht hat, den Hund immer wieder ins Platz zu legen. Und der Hund ist wie immer wieder hochgeschossen. Die hat es nun nicht gerafft und ich bin da als Teilnehmer, nicht als Trainer, also ich gucke nur zu. Und der drückte sich immer wieder hoch und wollte sitzen. Im Sitzen hätte das ausgehalten, aber sie hat immer wieder Platz gesagt, man nimmt immer wieder runter, immer wieder runter. Und das Tier ist fast explodiert. Für mich völlig logisch. Weil in der Situation, ihr müsst euch vorstellen, stehen, sitzen, liegen hat folgende Bedeutung in Hundesprache. Stehen ist eine absolut kurzzeitig gezeigte Aktion. Stehen bedeutet in der Regel weiterlaufen danach. So. Sitzen ist eine kurzzeitig abwartende Haltung. Das heißt, der Hund setzt sich, wenn er denkt, es dauert einen Moment. Nicht sehr lang, aber es dauert einen Moment, dann setzt er sich. So. Hinlegen tun sich Hunde in der Regel, wenn sie sich, könnt ihr mit Zwingsstellung was anfangen? Die Zwingsstellung, das heißt, der Hund liegt, ne, mit den Beinen angewinkelt so. Die Zwingsstellung ist eine Absprunghaltung. Das sind ganz viele Hunde, Leute haben ein Hundebegegnungsproblem, der Hund fuck, geht runter, am letzten Mal ein Fuck, schießt er in die Leine. Das ist eine Jagdsequenz. Liegen mit Popo rum, ist eine, das ist die entspannte Haltung schlechthin,
in dieser Haltung, wenn der Hund so ist, kannst du wirklich sagen, er ist völlig entspannt. Achtet auch mal drauf, wann euch eure Hunde von sich aus sich so hinlegen. Dann wisst ihr immer, dem Hund geht's gut, ja. Sonst würde er sich von sich aus niemals so hinlegen, wenn nicht für ihn die Welt in Ordnung ist, weil das im Hundehirn eine entspannte Haltung signalisiert. So. Und genauso unlogisch, wie es für dich ist, wenn ich jetzt zu dir sage, geh bitte in dein Bett und stehe, da würdet ihr ja sagen, sonst aber alles klar bei dir. Ihr kämpft, alle, die hier sitzen, kämen nicht auf die Idee, in dem Bett zu stehen. Und genauso logisch, wie es für euch ist, in einem Bett zu liegen, ist es für den Hund in bestimmten Situationen logisch, bestimmte Körperhaltungen anzunehmen und entsprechend unlogisch, wenn wir andere Körperhaltungen von ihm verlangen. Klar soweit? Gut. Also wenn ihr jetzt wisst, was die Körperhaltung bedeuten, bitte denkt das nächste Mal drüber nach, wann ihr Sitzplatz steht, abfordert vom Hund. Weil es kann sein, dass er nochmal nicht will, sondern schlicht nicht kann. Genauso kann man sich überlegen, aha, okay, aber ich könnte dem Hund auch in eine bestimmte Körperhaltung helfen, damit die Körperhaltung im Gehirn etwas anderes auslöst. Nur da muss die Körperhaltung zur Situation passen. Beispiel Agility Platz, das ging nicht. Der sagt, ich kann jetzt nicht unter dieser Außenreizlage, ich kann nicht, ich bin nicht entspannt, ich kann nicht liegen, aber sitzen könnte ich. Kurz abwartende Haltung kann ich annehmen. Das hätte funktioniert. Machen wir beim nächsten Mal, habe ich ihr gesagt. Bei mir in der Gegend weiß nämlich keiner, was ich arbeite. Das ist ganz geil, wirklich. Und meine Nachbarn wissen das auch nicht. Das ist, ich glaube, die denken, ich bin arbeitslos, weil ich so viel zu Hause habe. Also wie gesagt, weil wir gehen ja dann jetzt, ne, wir kriegen das Erregungslevel nicht geregelt, also gehen wir in die Hundeschule und dann machen wir 60 Fuß. Und ich möchte eben bei euch sensibilisieren, was denn da wir versehentlich teilweise von unseren Hunden abfangen. Auch schön ist, dass wir uns nicht darüber, wenn wir Hörzeichen aufbauen, nicht darüber nachdenken. Also wir haben das irgendwie grob schon mal irgendwo gehört, dass das was mit Körpersprache zu tun hat, die ganze Sache. Und dann bauen wir Bleib auf. Das ist meine Lieblingsübung in Hundeschulen. Da wird der Hund abgelegt und dann wird folgendermaßen, zumindest, vielleicht hat sich jetzt auch was geändert, aber es war lange Jahre so, Platz und dann macht man so, sagt man Bleib und geht rückwärts. Und zwar so, Bleib, Bleib, alle. Hunde, die ich kenne, stehen auf und kommen langsam auf den Menschen zu. Warum? Weil das Bleib kennt er ja noch gar nicht, hat keine Bedeutung für ihn. Das Wort ist ihm sowieso Ohren irrelevant beim Hund. Nase, Augen, Ohren und so, ne? Schon mal gehört irgendwo. So, und die Körpersprache sagt, ich gehe weg, rückwärts, das ist ein bindendes Element, das zieht in Hundesprache. Ich gehe auch noch langsam. Und ich mache ein komisches Geräusch dabei. In Hund sage ich ihm körpersprachlich, steh langsam auf und komm ganz langsam auf mich zu. Versteht ihr? Was ihr aber verstehen müsst, ist, das wissen wir ja nicht. Darüber haben wir ja nicht nachgedacht. Das heißt, was machen wir, wenn der Hund genau das tut, was unser Körper, wir sagen, falsch, nein, Platz, bleib, und geht die Nummer wieder los. Und was passiert, das ist interessant, was passiert ist, sie lernen es trotzdem. Das ist der Punkt. Aber in dieser Zeit, wo dein Hund gelernt hat, dass, wenn du dieses komische Wort sagst, soll er nicht mehr auf deine Körpersprache achten. Das macht etwas mit ihm und das macht etwas mit der Beziehung zwischen dir und ihm. Du lernst, ich beachte meine Körpersprache nicht, denn ich bin irre. Ist das nicht wirklich, wisst ihr, was ich meine? Ich habe euch vorhin gesagt, geht hier raus. Geht nach Hause und sagt euren Hunden ein fettes Dankeschön, dass sie immer noch bereit sind, mit uns zu kooperieren, während wir solche Dinge tun, aus Hundesicht betrachtet. Ja. Oder zwei Sachen will ich noch ansprechen. Wir wünschen uns alle ein schnelles Hier. Ne? Schnell, also wir wünschen uns ja, der Hund läuft irgendwo, wir rufen hier oder komm oder Flocki oder was auch immer. Dann dreht er auf dem Absatz rum und kommt mit 200 Sachen in uns reingefetzt. Wie viele Hunde kenne ich, die folgendes Verhalten zeigen?
Sie bleiben stehen, sie drehen sich um und sie kommen langsam auf den Menschen zu. Aber das will ja der Mensch nicht. Und in der Grundschule sagt man, da muss ihn motivieren. Und dann wird motiviert, was das Zeug wird und gequietscht und gemacht, damit der Hund schnell reinkommt. Anstatt sich zu überlegen, wie eine respektvolle, normale Annäherung an einen Artgenossen, an einen Sozialpartner, den ich respektiere, wie die unter Hunden aussieht. Die ist nämlich schön langsam. Das heißt, wenn eure Hunde auf einen Abruf sich umdrehen und langsam ankommen, freut euch, weil der Hund ist noch im Hundmodus. Die Hunde, die auf dem Absatz umdrehen, mit 200 Sachen in dich reinfliegen, die sind nicht mehr im Hundmodus. Ich habe mir noch nie gewünscht, dass mein Hund schnell kommt. Weil ich, nein, noch nie, stimmt nicht. Ich habe auch mal gedacht, das ist richtig, das ist ja gelogen. Aber ich weiß, es ist die normalste Reaktion. Und ich meine, mein Schäfer uns jetzt 10, aber mein Border Collie ist ein Jahr alt. Der kann angeflogen kommen, ist überhaupt kein Problem. Und es gibt auch Notfallkommando, was bedeutet jetzt aber hier Razzifazzi. Das benutze ich, naja, wenn es hochkommt, alle 3 Monate einmal, dieses Kommando, weil ich weiß, wie schwer es dem Hund fällt. Das ist keine respektvolle Annäherung und das weiß er auch. Deswegen habe ich das separat für die Momente, weil es gibt nun mal Momente in unserem Leben, die kennt ihr alle, ne? Kommt plötzlich ein LKW um, der kann der jetzt nicht zurück, langsam und so. Schnell. Also konditioniertes. Klassisch konditionierter. Konditionierter Abruf. Genau. Soweit auch klar. Wir haben schon wieder was gelernt. Ne? Ja, sehr gut. Und was auch. Selbstverständlich. Wenn mein Hund auf mich zugerast kommt, was mache ich falsch? Naja, du hast ihn vermutlich ziemlich gut das hier konditioniert. Dann würdest du, wenn du jetzt zu uns kämst, wir würden die ganze Arbeit überprüfen, deine komplette, wir würden 5 Schritte zurückgehen. Das hier wäre für mich irrelevant. Ich würde alles neu aufbauen. Ich würde über die Leinenführigkeit drüber gucken. Dann gibt es bei uns erst die Freifolge, bei dir gehen ohne Leine. Bei dir gehen ohne Leine. Ohne bei dir gehen ohne Leine. Unter Außenreizen gibt es sowieso gar kein nach vorne weggehen. Und dann bauen wir es so auf, dass du das hier komplett weglässt, weil es wäre ja unfair, dieses Wort zu benutzen, wenn das schon konditioniert ist. Das kann ich ja für einen Notfall behalten. Und dann, wenn der Hund so eingestellt ist, ist wichtig, man kann nicht damit beginnen. Deswegen sage ich, wir fangen mit der Leinführigkeit, Freifolge. Und dann wird der Hund nach vorne, so wie wir besprochen haben, körpersprachlich, jetzt darfst du nach vorne raus. Und dann geht er 5-6 Meter raus und dann lernen wir dir, dass du, wenn du möchtest, dass er kommt, dann bleibst du hinter ihm stehen wie am Baum. Und das wird dazu führen, weil der Hund auf Kommunikation mit dir eingestellt ist, der wird sich umdrehen, dich anschauen und fragen, was soll ich tun? Dann gehst du einen Schritt rückwärts, dann sagt er auch, okay, ich soll zu dir kommen, alles klar, und dann kommt er langsam. Das war jetzt in 3 Minuten erklärt. Also ich habe übrigens drüben, ich habe noch meine absoluten Reste, die ich noch habe, an DVDs dagelassen. Ich habe noch eine große Freiheit, die Grundlagen, und dreimal große Freiheit 2 und einmal das Buch von der Menschenteamschule, wenn es interessiert, weil das muss man praktisch sehen. Also wir lassen einfach natürlich die Dinge weg, die zu dem Verhalten führen, was du jetzt sagst, möchte ich gerne ändern. Wenn du keine Probleme, nochmal, das ist ganz wichtig, wenn ihr keine Probleme habt mit eurem Hund, der zieht nicht an der Leine, der pöbelt niemanden an, der ist lieb und nett und alles ist easy, verändert nichts, weil dann hat sich der Hund im Laufe der Zeit, die er mit dir verbracht hat, auf dich eingestellt. Es kann schon sein, dass er auf dem Weg dahin ein paar Mal gedacht hat. Aber er hat sich darauf eingestellt. Und das kann ich euch wirklich sicher sagen, weil ich habe vor 20 Jahren völlig anders gearbeitet als heute und ich hatte trotzdem super Hunde. Also wisst ihr, ich meine, aus heutiger Sicht sage ich, mein Gott, was haben die alles überstanden mit ihm? Aber sie haben funktioniert, wirklich. Aber in diesem Sinne, sie haben halt funktioniert. Die Art von Harmonie, wie ich sie mir vorstelle, habe ich damit nicht erreicht. Da wusste ich aber gar nicht, dass es so eine Art von Harmonie überhaupt gibt. Das war mir ein Fremdwort. Ich wollte, dass die Hunde, ich habe meine Hunde auch gerne vorgeführt und so und habe gerne gezeigt, wie wahnsinnig gehorsam sie sind, war mega stolz darauf. Wahrscheinlich hat der Hund gesagt, gut, wenn dir das so gut gefällt, mache ich das halt für dich. Ja, irgendwie sowas. Eine Sache wollte ich noch sagen, was ihr dann eben im Bereich der Erziehung vor allen Dingen lernt, ist konsequentes Handeln. Das ist ja etwas, das es gibt kein Wort, was mit Hundeerziehung mehr verknüpft ist als Konsequenz. Du musst konsequent sein und das ist ganz schwierig für Hunde.
weil Runde mit Führungskompetenzen sind ausdrücklich inkonsequent. Das bedeutet, dass Runde mit Führungskompetenzen sagen, jetzt ist 12 Uhr, du darfst in meiner Nähe liegen, jetzt ist 14 Uhr, verpiss dich, ich will dich nicht in meiner Nähe haben. Ist völlig normal. Und das tun ausdrücklich Hunde mit Führungskompetenzen. Hunde ohne Führungskompetenzen tun das nicht. Sie verhalten sich konsequent. Sie wollen immer etwas. Und deswegen kriegen sie es vom Rudel nie. Das heißt, konsequentes Verhalten outet dich als derjenigen, der der Follower ist. Nicht der, der führt. Klar? Aber das ist ja eigentlich, müsst ihr euch jetzt entspannen. Du musst nicht konsequent sein. Du darfst willkürlich sein, du solltest nur in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, diese Entscheidung auch bis zum Ende durchführen. Aber du musst nicht immer das, also der Hund darf nie auf die Couch, ist Quatsch. Mal darf der Hund auf die Couch, mal nicht, da hat man früher gesagt, Gott, ich verwirrt den Hund. Von wegen. Das Normalste auf der Welt, dass ich ihm sage, also ich hatte ja mal 7 Hunde, jetzt habe ich ja nur noch 2, das ist ja der pure Luxus. 7 Hunde, 2 Menschen, eine Couch. Muss ich noch was sagen? Das ist natürlich, durften die immer zu mir und alles und bei mir liegen und schmusen und so. Aber es gab Tage, da kam ich nach dem Seminar und ich war müde. Ich bin auf die Couch und wenn sich einer nur genähert hat, habe ich nur schief geguckt und gesagt, verpisst euch alles, jetzt meine Couch. Und die haben alle gesagt, huh, ja, gut, dann ist blöd, ne? Heute nicht. So, das war für die aber willkürliches Verhalten. Ich weiß, Willkür ist ein sehr unbeliebtes Wort in der Menschenkommunikation. Willkür ist das Outing in Hundesprache, dass ich derjenige bin, der die Ansagen macht. Aber nochmal wichtig ist, wenn ich eine Ansage mache, ziehe ich sie auch durch. Weil das ist das andere, was euch dann passiert. Ihr macht eine Ansage und dann kommt die aber nicht durch. Das wiederum liegt daran, dass die meisten nicht wissen, was sie wollen. Haben kein klares Bild vor Augen, was sie wollen. Egal, was wir im Hund tun, die fangen an zu arbeiten und dann murksen sie irgendwas rum und dann frage ich dich, was willst du? Und dann kannst du mir keine Antwort geben. Wenn du nicht weißt, was du willst, weil das wissen Hunde mit Führungskompetenz, die wissen genau, was sie wollen. Und das setzen sie auch durch. Nur die wissen, was sie wollen. Das ist der Knackpunkt. Ihr müsst wissen, was ihr wollt. Genau wissen, was ihr wollt. Das ist der Grund, warum, und zwar bei allem, was ihr mit dem Hund tut. Ich mache ja jetzt ganz viel, ich pick mir jetzt auf den Seminaren die Rosinen raus und mache ganz viel soziale Spielen mit Hunden, weil mir das so eine riesen Freude bereitet. Und da sehe ich das immer wieder. Die Leute spielen ihren Hund an, der Hund sagt, nee, du, ich habe einen anderen Termin. Und dann probieren sie es noch 2-3 Mal und sagt so, nee, du, aber ich wollte auch die Leute angucken und so, ich habe andere Dinge zu tun. Und dann sagen sie ja. Und ich sage, und was ist jetzt? Sagt sie ja, so ist daheim auch, er will halt nicht. Sag ich, sag mal, spinnst du oder was? Du hast jetzt gesagt, du wirst spielen und dann wird der spielen. Und du hörst auf, wenn der spielt und keine Minute vorher. Versteht ihr? Ich muss wissen, was ich will. Deswegen spielen die, also 99% aller Hunde kriege ich zum Spielen. Warum? Nicht, weil das ganz viele Leute, ich fange an und der Hund sagt, oh nee, du, mit dir schon mal überhaupt nicht. Und ich gucke mal in die Gesichter und die Teilnehmer, das wird nie was. Es dauert manchmal, das gebe ich zu. Längst habe ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde mit dem Kaukasischen auf Chaka rumgemacht. Und danach hat er für eine Sekunde eine Spielaufforderung gemacht und dann war ich glücklich. Meine Ansprüche waren extrem gering, aber ich höre nicht auf, bevor ich kriege, was ich will. Das ist ein Führungsmerkmal, übrigens auch unter Menschen, by the way. Okay, ach ja, doch, eine letzte Sache noch, mit dem Hier wollte ich noch kurz sagen. Und dann ist es ja noch so, dass, also nochmal, wir sind ja jetzt in die Hundeschule gegangen, weil unser Erregungslevel, wir kriegen das nicht geregelt und so weiter, wir wissen jetzt auch, warum das so ist, aber wir probieren es halt jetzt mal mit Erziehung. Und dann ist wirklich was Interessantes, dass man euch eben beibringt, immer wenn der Hund zu euch zurückkommt, dann müsst ihr immer nett zu ihm sein und ihn immer loben und ihm immer Leckerchen geben. Und man sagt euch, ihr dürft ihn auf gar keinen Fall strafen, wenn er zu euch kommt, weil dann würde er euch meiden. Ich kann nicht sagen, das ist Quatsch. Hunde haben diese Bücher nicht gelesen. Wenn sich im Hunderudel jemand, und das kennt ihr, irgendjemand in diesem Raum hat das schon mal gesehen, oder ein Rottweiler ist da wieder dran. Ein Junghund, auch in Hunderudeln ist es so, dass junge Hunde Dinge ausprobieren. Rennt man in den Wald, eine pupsenrosa Schmetterlinge, fangen Blättchen und so. Das findet Fräulein Rottenmeier im Rudel überhaupt nicht witzig. Und irgendwann kommt er zurück. Der ist auf dem Rückweg. Und da steht Rottenmeier schon mitten auf dem Weg und sagt, komm, ich habe Süßigkeiten. Und dann kriegt er erstmal einen Rüffel, und zwar einen, der sich gewaschen hat. So, jetzt sagt man euch, aber darfst du ja nicht machen, weil 1-Sekunden-Regel, lalala, nochmal, Hunde haben diese Bücher nicht gelesen. Das ist Fakt. Das heißt, wenn der Hund sich unerlaubt von deiner Gruppe, ich rufe nur nicht, das ist der Unterschied,
Wenn sich der Hund unerhört von der Gruppe entfernt, ich rufe nicht, ich warte. So. Sagt, du wirst wiederkommen. Und wenn der wiederkommt, kriegt er eine Ansage. Und die kriegt er, wenn er jung ist, einmal so dermaßen eine Ansage, dass der sagt, ich gehe nie wieder. War eine blöde Idee. Versteht? Es war länger, also schon so eine Stunde, jetzt nicht so 5 Minuten. Und dann machst du Folgendes, roll dann wieder auf, die wird dann wahrscheinlich sich irgendwann, wird sie in der Nähe, wird sagen, ich möchte ja schon mal rein, machst die Tür kurz auf und sagst, es tut mir sehr leid, Tür zu, roll dann wieder runter. Ich sag nicht, dass der Hund das intellektuell versteht. Intellektuell kann der nicht erfassen, was wir da tun, aber er merkt deine Stimmung. Das ist ganz einfach, wenn du mich fragst, welche Art von Korrekturen, welche Art von Umgang braucht mein Hund, wenn du Schwierigkeiten hast? Sage ich immer, behandle ihn so, wie er dich. Dann kannst du nichts falsch machen. Es gibt andere Hunde, die kriegen Schock fürs Leben, wenn du sowas machst. Aber deine, du hast mir genau das beschrieben, ich habe das vor meinem geistigen Auge. Du rufst sie, guckst und sagst, nein. Ja, und behandelt sie genauso. Es wird nicht eine Wiederholung reichen. Muss, weil der Hund jetzt auch schon, also 8 Jahre und aufwärts, ne, ist schon... Da wird es schon mit Verhaltensänderung kritisch langsam, ja. Da muss man schon sehr, sehr überzeugend sein. Aber ein junger Hund, 3, 4 Jahre, den kriegst du so wieder. Wirklich. Terrier sind toll für sowas. Terrier kriegst du immer gut mit. Terrier sagen, wenn ich was bin, ist das beharrlich. Und dann sage ich, ich bin beharrlicher. Ich habe Deckentraining gemacht vor vielen Jahren mit einem Jack Russell Terrier. Den habe ich auf die Decke geschickt, ne, hatte jetzt Deckentraining. 128 Mal. Und es waren sicher mehr als 128 Mal, weil ich fing an und mir war irgendwann klar, das dauert länger. Und dann habe ich angefangen zu zählen, weil es mich interessiert hat, wie lange das dauert. Das war bestimmt 160 Mal oder so. Nur, kein einziges Mal dieser 160 Mal bin ich wütend geworden. Ich wusste, ich komme ans Ziel. Ich wusste, wen ich vor mir habe. Ein Terrier, der immer wieder sagt, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und ich wusste, ich bringe es zu Ende und ich wusste aber noch was. Wenn ich das jetzt zu Ende bringe, dann wird er sagen, du bist Gott. Und so war es auch. Und danach hat er die Nummer noch an der Beute einmal mit mir durchgezogen. Und dann war das Thema gegessen. Und dann hat er gesagt, gut, okay, alles klar. Du bist beharrlicher als ich. Ja. Noch eine Frage noch? Ich habe das Gegenteil. Meine geht nicht alleine in den Garten. Ja, dann geh mit. Ja, muss ich ja. Ja. Die geht nicht alleine raus. Ja. Ja, was soll ich sagen? Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Geh doch mit dir raus. Wenn ich ohne dich in den Garten gehe, möchte ich sagen, oh mein Gott, so ein kleines Mäuschen und sagt hier, nicht ohne meine Mutti. Ja, ist echt so. Ja. Gibt solche Hunde, ja. Gut, und die letzte Geschichte, worüber wir uns noch unterhalten wollen, zum Thema, wie verhalten sich eben Hunde mit Führungskompetenz, da geht es darum, dass ein wesentliches Merkmal auch dieser Hunde ist, dass sie neue Situationen erstmal prüfen für das Rudel. Also sie würden ihr Rudel niemals in eine neue Situation bringen, nach dem Motto, guckt mal alle euch hier um und schaut mal, wie das hier so läuft, sondern sie prüfen die Situation für ihr Rudel. Das heißt, sie bleiben stehen, ganz häufig bei Außenreiz, sie bleiben stehen, sie beobachten, sie schätzen ein und dann treffen sie eine Entscheidung, die bei Hunden so abläuft. Ja, also unter Hunden, wenn ein Hund Führungskompetenz entscheidet, jawohl, du kannst da hingehen oder du solltest da hingehen, check das mal für die Gruppe, dann ist das so ein Blick, das war's. So was. Das heißt, die einen Rudel haben und das nicht mitkriegen, nicht frustriert sein. Das sind so kleine Gesten, ihr seht es nicht. Und oft ist der brävste Hund in eurem Rudel ist der allerschlimmste, weil der gibt die Aufträge und keiner merkt es. Ja. Und das ist wichtig, weil wir machen das nicht. Uns ist gar nicht klar, besonders das zieht jetzt vor allen Dingen auf den Beginn der Beziehung ab, wenn ihr den Hund neu holt, egal ob Welpe, beim Welpen ist noch schlimmer, oder Erwachsenenhund. Wenn wir den Hund, ich nehme jetzt nur eine Situation, weil die klassisch ist, das Erkunden der Wohnung. Kommen in die Wohnung und die Leute, das steht in Hundebüchern. Lass den Welpen zunächst mal die Wohnung erkunden. Der
Das ist der erste Schritt, dass wir dem Hund sagen, also pass auf, Vertrauen, Sicherheit, Schutz und so gibt es bei uns ausverkauft. Dafür musst du alleine sorgen. Das musst du machen. Das könnt ihr euch beim Welpen noch vorstellen, ist überfordert. Der Tierschutz ist genauso überfordert. Der ist noch überforderter. Angsthunde sind noch viel überforderter als stabile Hunde. Der ist total überfordert. Und du denkst ja, du machst was Gutes. Du denkst ja, ich wohlgemeinte Freiheit, nenne ich das immer. Du meinst ja, es ist doch toll, der kann das alleine erkunden. Das ist für ihn absolut unnatürlich, etwas alleine zu erkunden. Es war immer einer da, der erkundet hat. Und genauso wie zum Beispiel, oder ich nehme eine andere Situation, Leute regen sich darüber auf, mein Hund begrüßt Fremde überschwänglich. Dann sage ich ja, auf den Trichter muss er ja irgendwie kommen. Der muss ja irgendwie auf den Trichter kommen, da kommt ein Fremder und es ist mein Job, den zu erkunden. Wie kommt der denn auf diesen Trichter? Das gibt ja nur eine Möglichkeit, du hast es zugelassen. Du hast es zugelassen, dass er das tut, weil sonst, oder er erkundet andere Hunde. Da gibt es irgendjemanden, der hat zugelassen, dass er das tut. Deswegen achte ich im Aufbau der Beziehung in den ersten 3 Wochen mit dem Hund unglaublich darauf. Wir erkunden alles Mögliche, wir erkunden Dinge auch gemeinsam, aber immer erst ich und dann du. Und dann wir zusammen. Ich bin nicht mit meinem Welpen, bin so zum Fremden hingelatscht und habe den Fremden entscheiden lassen, wie der meinen Welpen Hallo sagt, der Sansa gut macht. Ich habe gesagt, hier bei der Mutti, da gehen wir hin und dann war ich freundlich mit dem Fremden. Ich bin das Vorbild. Ich bin freundlich, ich umarme die Leute, ich sage guten Tag. Alle Dinge, die Hunde nicht untereinander tun, er kann beobachten und sagen, ach so, so geht man also mit fremden Menschen um. Ha, das ist ja interessant, ja, dann mache ich das vielleicht auch so, wie du das machst. Und es hat den Vorteil, dass der Hund von Anfang an lernt, bei mir zu fragen. Das ist ja eine Hauptproblematik der Hundehalter darauf, die Hunde fragen nicht ab. Die fragen nicht ab, ja. Und irgendwann ist das natürlich alles zusammengenommen, führt das Ganze natürlich dazu, oder nee, eine Sache, steht da vor dem Zettel, muss ich unbedingt sagen, Wach-Schlaf-Rhythmus. Das Überwachen des Wach-Schlaf-Rhythmus wird gesteuert durch den Hund mit Führungskompetenz. Wenn der ruht, ruhen alle, außer denen, die dazu erkoren sind, aufzupassen, die gibt es auch. Aber wenn der, die Orientierung, wenn der ruht, ruhen wir auch. In eurer Beziehung ist es dann sofort, ganz, könnt ihr wirklich, das ist ein Erkennungszeichen, wenn eure Hunde ruhen, wenn ihr ruht und aktiv sind, wenn ihr aktiv seid. Daran erkennt ihr, und das natürlich in einem Verhältnis ist, wo Hunde wirklich ruhen können. Und da man viel höheres Schlafbedürfnis, hat sich ja mittlerweile rumgesprochen in der Hundeszene, als ihr. Also 10 Stunden sind Minimum. Schlafen. Nicht wachen. Schlafen. Dösen. 10 Stunden am Tag. Überlegt mal. Ja, wir haben ungefähr 14 Stunden Wachzeit. Dann gehen wir noch 1,5 Stunden spazieren, dann ist aber schon fertig. Den Rest sollte der Hund ruhen. Wenn ihr natürlich einen super hektischen Alltag habt, vorhin wurden Kinder angesprochen, da geht ja was ab, wenn die kommen, Besuch und so weiter, und der Hund kommt nicht zur Ruhe, dreht der natürlich irgendwann am Rad. Und bevor ich sage, auf welche Idee wir dann im erzieherischen Bereich kommen, beantworte ich die Frage. Oh, ich verstehe gar nichts hier vorne. Sie sagen ja immer, der Hund, der Führungsqualitäten hat. Wenn ich jetzt 2 Hunde habe, die ungefähr gleich alt sind, muss ich dann herausbilden, dass der eine eher die Führungsqualität hat? Nein, nein. Wenn sie gleich alt sind, sind sie beide aus dem Tal der Ahnungslosen. Da musst du derjenige sein. Aber das muss ich nicht herausbilden, oder? Die können da auch gleichberechtigt sein. Ja. Also gleichberechtigt ist vielleicht nicht ganz. Es ist in der Regel ist immer einer ein bisschen kompetenter als der andere. Kann aber sein, dass der eine Kompetenz für bestimmte Außenreize und der andere wiederum für andere. Ja, es geht, wenn ich von Hunden mit Führungskompetenz spreche, vielleicht ist das auch nochmal wichtig, nochmal kurz zu sagen, das ist aus meiner Beobachtung entstanden, dass Hunde und die Art, wie diese Führungskompetenz umgesetzt wird, ist kann ganz unterschiedlich sein, so eine ganz unterschiedlich. Ja, da kann man ganz verschiedene Verhaltensweisen sehen. Aber das Was, über das und darüber reden wir, was ist denn wichtig? Was sind die wesentlichen Merkmale, auf die sie Einfluss nehmen? Die sind immer, also meiner Erfahrung nach gleich, da könnt ihr euch noch ein paar 100 Punkte mehr, aber ich habe ja nur 2 Stunden erzählen. Ja? Ich nehme euch nochmal 4 Punkte, damit ihr euch die auch bis zu Hause merken könnt. Ja? noch eine Frage? Nein. Doch, mit den Kindern, das würde mich nochmal interessieren. Also ich habe jetzt nicht das Problem mit Kindern, sondern mit Kollegen.
Ja. Also mein Hund geht immer mit zur Arbeit und die liegt von meinem Schreibtisch her so auf der hinteren Seite, damit ich im Prinzip Einfluss habe und die andere nicht. Okay. So. Und den ersten Kollegen ruhig, bleibt schon ruhig liegen und den zweiten und den dritten auch noch. Und ab dem vierten, dem fünften, dem sechsten. Dann wird der Hund unruhig. Wird der Hund unruhig. Ist 9 Monate. Wie alt ist der Hund? 9 Monate. Verlangt zu viel. Ja. Also Box und Ruhe einfach. Naja, Box ist, naja, also besser wäre du, wenn du Einfluss auf das Energieniveau deines Hundes und nicht die Box. Box ist bei vielen jungen Hunden, die Leute sagen, der Hund geht in die Box und dann schläft er und dann sage ich, nutze nicht die Bürosituation. Kannst du meinetwegen mit der Box machen. Ja. Aber nutze viele andere Situationen, wo du Einfluss auf das Energieniveau deines Hundes nimmst, damit er das gewöhnt ist. Weil eigentlich, es geht nicht um ein Kommando oder so, ja. Also es ist ansonsten kein Problem. Also wenn ich mich ins Restaurant setze, sitze ich und dann gehe ich und schläft. Und wenn du die Box hast, dann bleibt sie ruhig, dann ist es okay. Wenn okay. Nummer 5, 6, 7 kommt, dann ist okay. Ja, dann macht es mit der Box. Also mit 9 Monaten ganz schwer. Okay. Also das ist ja, ihr müsst euch ja vorstellen, dass Dinge, die für uns normal sind, zum Beispiel wir bekommen Besuch. Bei uns ist ja normal, wenn wir Besuch erwarten, ja. Es klingelt jemand an der Tür und dann sagen wir freundlich, hallo, wir umarmen uns, komm doch rein. Der Welpe sagt, what? Der dir mal vorne klopft dich einer an der Höhle, sagt irgendwie auch da rein, komm doch rein hier in meine Rudel. Versteht ihr? Das ist, mir ist schon klar, wir müssen Dinge mit Hunden tun und die denken sie. Oder alleine sein. Sie werden es nie begreifen, es gibt Hunde, die haben Probleme mit allein sein, andere nicht. Aber es ist das Normalste auf der Welt, wenn der Hund ein Problem hat. Das ist eher das Normale, dass er ein Problem damit hat. Das gibt es nicht im Rudel. Sie sind nie allein. Es ist immer mindestens einer da. Es wird keiner alleine zurückgelassen. Never ever. Ja, das ist schon schwierig. Also und wir müssen ihnen das natürlich lernen. Also natürlich müssen auch meine Hunde müssen auch lernen, alleine zu sein. Aber mir ist klar, dass ich da was mache, was zu einem inneren Konflikt in meinem Hund führen kann. Und ich wundere mich nicht, wenn der innere Konflikt sich dann äußert in irgendeiner Art und Weise. Weil es ist kein Wunder. Es ist eher normal. Es ist eher unnormal, dass ganz viele unserer Hunde ja ganz cool mit dem Alleinsein sind. Gott sei Dank sind sie so anpassungsfähig gewesen, ja? Also jetzt hast du ja gerade gesagt, 9 Monate ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Ja. Wann wäre so die Zeit, wo du sagen würdest, das kann ich fordern? Also ich habe so eine Zeit lang gedacht, naja, vielleicht ist mein Wille nicht stark genug oder nee, so. Und aber ich glaube, mein Wille war stark genug. Nein, also das ist schwer zu sagen. Überforderung. Also, das ist schwer zu sagen, weißt also du, weil... Das habe ich so oft genommen, dann ins Auto gewendet. Ja. Also nach dem dritten Kollegen habe ich dann noch ins Auto gepackt. Und also eine Möglichkeit wäre, wenn dann deine Arbeitsstätte, deswegen, du sagst ja, der verknust 3, 4, 5, 6, schafft er nicht mehr. Wenn es hier irgendwie möglich ist, dass man nach Kollege 3 irgendwas Soziales mit dem Hund macht. Ja. Ich weiß nicht, ob das organisatorisch im Büro so machbar ist, dass man einfach sagt, okay, du hast jetzt 3 weggesteckt. Ich weiß, es ist eine Mordsleistung von dir. Und jetzt setze ich mich mal zu dir, wir machen Hand- und Fangspiel, wir machen was Soziales miteinander und danach fordere ich wieder von etwas. Weil diese Forderung, 9 Monate so viele verschiedene Reize einfach auszuhalten, das ist schon eine sehr hohe Anforderung. Nee, also ich habe dann oft jetzt in der letzten Zeit einfach 3 und dann habe ich den Hund genommen, bin zum Auto gelaufen, ja, genau. Parkscheibe gedreht, Hund ins Auto, ja. Stündchen ja. Und dann wieder geholt. Ja. So. Klar, so ist auch okay. So. Bist du mit Wasser okay. Oder, aber also nicht jetzt noch mehr fordern. Nein, und kein Druck machen. Nicht im Alter von sofort, ich sehe dich. Ja. Im Alter von 9 Monaten ist Druck Beharrlichkeit eine super Idee. Dann, ja. Druck eine ganz große Scheißidee. Ja. Weil du gegen die, und zwar, aber wichtig, ich spreche nicht von Ungehorsam. Also die Ausrede in der Pubertät ist ja, der hört nicht, der ist in der Pubertät. Das ist Quatsch. Gehorsam hat mit Hormonen gar nichts zu tun. Gehorsam kann der Hund durchgängig haben. Gehorsam ist eine Sache des Respekts und Respekt ist etwas, das baue ich auf, das geht nicht durch Hormone wieder kaputt. Aber es gibt Dinge, die halten sich in der hormonellen Umstellung nicht aus. Es ist einfach so, sie halten das nicht aus und wechselnde Außenreize oder viel Hektik, das ist wirklich einfach schwer für sie, es ist einfach schwer. Ja. Und da müssen wir nicht noch mehr Druck machen, sondern eher Druck aus dem Kessel rausnehmen und sagen, ich biete dir einfach ganz viele Dinge an, damit das Verhältnis auch wieder ausgeglichen ist. Ja? Ich war ja bei dir auch im Rudel.
Da habe ich halt auch das angesprochen mit der Kuh, wenn ich zurückkomme, wenn wir weggehen, ja, dass ich zurückkomme, dass sie immer so aufdreht und total hibbisch und so weiter ist. Ja. Kann das auch eventuell dann sein, weil das ist ein Schlusshund, ja, dass die mich dann maßregelt, weil ich das irgendwie quasi verlassen habe? Ich glaube, na. Halte ich für extrem unwahrscheinlich. Ja, also die macht ein Theater. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Was macht es denn mit dir, wenn sie das macht? Ja, manchmal, je nachdem, wenn sie mich mit der Kralle im Gesicht erwischt, weil ich muss ja dann alle halt aber es je nachdem, also jeder, wenn er kommt, dann streiche ich es. Ja. Aber ich versuche das nicht die ganze Zeit zu. Weil das mache ich halt nicht. Aber ich habe auch schon versucht, es auf die Decke zu schicken. Ja, das geht nicht. Aber das funktioniert aber auch. Der Hund will Nähe und du willst Distanz, das passt überhaupt nicht mehr in seinen Kopf. Also ich würde die Art der Begrüßung verändern. Bitte? Ich würde die Art der Begrüßung verändern. Du hast ja mehrere Hunde. Du nimmst dir wirklich vor, sie wird als erstes begrüßt. Was hast du noch für Rollen? Schlusshund. Was hast du noch für Rollen? Ja, also begrüßt den Schlusshund zuerst, aber die Art deiner Begrüßung ändert sich. Die Art deiner Begrüßung ist, wir nehmen Sozialkontakt auf, indem ich links und rechts ins Halsband greife, halte, so wie du es bei mir wahrscheinlich auch gelernt hast, und mit der anderen Hand an der Brust abstreife. Das heißt, unsere Begrüßung beginnt so, dass ich etwas mit dir tue, Einfluss auf dich nehme, kannst sie auch körpersprachlich ins Sitzen bringen, körpersprachlich oder man kann sie auch so ins Sitz reinstreichen, eine kurzzeitig abwartende Haltung bringen. Und unsere Begrüßung ist, ich bringe dich zur Ruhe. Und dann, weil es muss eine Erwartungshaltung erfüllt werden, sonst würde sie nicht so durchdrehen. Also sie ist in der Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung wird bestätigt durch die Art, wie wir sie begrüßen. Verändere die Begrüßung einfach. Und begrüße sie zuerst und schicke alle anderen weg. Weil mir wurde halt auch schon gesagt, dass es halt, weil die kommt ja aus dem Medien, ja, Strafwohnung, ja, dass es Verlustängste werden. Ja, das weiß man nicht. Also es gibt viel weniger Hunde mit, also es gibt viel weniger Hunde, die Probleme haben oder die Verlustängste haben, als es Menschen gibt, die Verlustängste haben. Denn es ist wirklich ein Problem, das wird jetzt keiner zugeben, wenn ein Hund so austrastet, wenn ich nach Hause komme, macht das emotional was mit mir. Und irgendwas in mir sagt, ach Mensch, hat der mich vermisst. Niemand aus deinem menschlichen Umfeld flippt so aus wie ein Hund. Und irgendwas in uns sagt, dass das ganz toll ist. Ich kann euch das sicher sagen, weil es gab ein Seminar, das haben wir jetzt erstmal nächstes Jahr nicht mehr, es hieß Teamanalyse. Und da war eine Aufgabe, der Hund, also es kommt einer meiner Helfer, kommt auf den Hundeführer zu mit dem Hund und ihm gehen, gebt an den Fremden im Gehen, also ohne ein Wort. Und der Fremde nimmt den Hund mit. Und die Aufgabe der Leute war, mir im Vorfeld zu prophezeien, was der eigene Hund tun wird. 99% haben gesagt, ja, der schaut sich zu mir um und der, nein, der geht gar nicht mit. Und ich stand da schon immer so, ja, ja. 80% darunter, ohne einen Schulterblick. Warum? Weil die alle geschult waren, so zu laufen, wie einfach ein Hund mit Floß kommt, nimmt die Leine, läuft einfach weiter, guckt nicht zurück, sagt nicht, Alter, irgendwas sind einfach gegangen, haben die Hunde gesagt, ja gut, da gehe ich jetzt mit. Und die Leute hatten damit ein Problem. Und ich habe gesagt, ihr seid irre. Ehrlich, ich freue mich, mein Hund geht mit jedem von euch mit. Alle meine Hunde wären mit jedem von euch mitgegangen. Ohne Problem, hätte ich umgedreht, wären mitgelaufen. Überhaupt kein Problem. Und das fand ich toll. Ich möchte keine emotional von mir abhängigen Hunde. Natürlich drehen die sich irgendwann ab einer bestimmten Distanz und sagen, hier stimmt doch irgendwas nicht. Aber erstmal dieses einfach, ja okay, klar, ja, dann gehe ich jetzt mit dir mal ein paar Meter. Das sollte für den Hund kein Problem sein. Also wenn ihr Hunde habt, die Probleme haben mit dem Alleinbleiben oder die Begrüßung ist zu stürmisch und so, fragt euch nach euren wahren inneren Motiven, die ihr euch nur ganz alleine vom Spiegel beantworten könnt. Das ist so. Weil es macht was mit uns. Ach. Der Mann flippt nicht so aus, wenn du heimkommst. Ja, und schon. Ist so. Manchmal befriedigen Hunde auch unsere Bedürfnisse. Ich möchte aber eine letzte Sache noch sagen, weil wir ja jetzt bei dem Thema waren, ne, dass die Hunde mit Führungskompetenz eben die Situationen für die anderen einschätzen und ist eben auch so ein elementares Merkmal ist, dass sie den Rhythmus vorgeben, ja, den Wach-Ruhe-Rhythmus vorgeben. Und naja,
da wir das ja alles wiederum irgendwie nicht wissen und unsere Hunde Dinge erkunden lassen, weil wir ja denken, Freiheit und tralala und hopsasa, führt natürlich der Hund den Rückschluss, dann du bist schon mal nicht derjenige, der neue Situationen prüft und so weiter. Das Ganze führt zu Fehlverhalten. Wenn der Hund dann den Wach-Schlaf-Rhythmus von dir auch nicht mehr annimmt, hast du ein Riesenproblem, ist der Hund nämlich völlig durchgeknallt und jetzt gehst du in die Hundeschule und machst Erziehung. Jetzt sage ich dir, was dir gesagt wird, der Hund ist nicht ausgelastet. Und jetzt geht's los. Dann geht's los. Jetzt wird der Hund ausgelastet. Und jetzt am besten so, ich will jetzt gar nicht sagen, wo ich das zuletzt gesehen habe. Ja. Schmeißen Sie so lange den Futterbeutel, bis der Hund, Zitat, bis der Hund körperlich tot ist. Da bist du irre, weil das, da wird ein Grundprinzip nicht verstanden. Bei Hunden ist eine hohe, kurzzeitige, hohe körperliche Aktivität mit einer kurzzeitigen Ruhephase verbunden. Danach kann der Hund, also du kannst 20 Minuten Ball spielen, dann ist der kurzzeitig körperlich kaputt, dann legst du den eine halbe Stunde liegen, kann er wieder 20, ein triebstarker Hund, wieder 20 Minuten rennen. Überhaupt gar kein Problem für den Hund. Das heißt, ich erreiche überhaupt 0,0 Auslastung. Das Einzige, was passiert ist, ich treibe den Hund, peitsche den Hund permanent hoch. Es passiert etwas in seinem Körper, das wisst ihr ja vielleicht auch alle. Ihr seid ja bestimmt alles gebildete Hundealter, dann haben wir Cortisolaufstoß. Cortisol ist wirklich nicht so eine schöne Sache, weil Cortisol baut sich sehr langsam ab. Und wenn du während des Abbaus einen neuen Cortisol-Kick gibst, hast du irgendwann einfach Junkies. Ganz einfach. Junkies. Sehr viele Border Collie-Junkies. Ball-Junkies einfach. Und dann sagt er, wenn ich das nicht mache, dreht er noch mehr durch. Das glaube ich dir. Da musst du halt jetzt mal eine Woche die Füße stillhalten. Kalter Entzug, nicht schön, wie beim Menschen auch. Ja. Aber Auslastung, also... Auslastung ist wirklich eine schwierige Angelegenheit bei mir. Nicht, ich sage nicht, mach nicht, wenn euch Dinge Spaß machen mit eurem Hund. In Gottes Namen, tut sie. Glaubt nur nicht, dass das braucht. Das ist ein Riesenunterschied. Wisst ihr, was ich meine? Und das weiß ich jetzt, weil ich habe jetzt einen Border Collie. So. Und der geht nicht hüten. So. Und der geht auch sonst irgendwie nichts machen. Jetzt, wir haben hier noch mal ein bisschen, sind wir über drei Hürden gehopst. So, um mal zu gucken, wie das so ist für uns beide. Und ob mir das Spaß macht oder nicht. Aber ich weiß genau, er braucht es nicht. Er braucht es nicht. Und er ist jetzt ein Jahr alt. Er hat ein Jahr lang nichts von all den Dingen gedrückt. Das Einzige, was er gekriegt hat, ist das natürlichste Auslastung. Wenn du deinen Hund wirklich auslasten willst, und zwar auf der sozialen Ebene, nicht mental und körperlich und Suchspiele und Intelligenzspielzeug und so, auf der sozialen Ebene, hab ihn bei dir und geh mit ihm. Geh wandern, Wanderungen von A nach B. Wenn du denkst, ist zu langweilig, dann lauf doch mal irgendwo kreuz durch den Wald. Das ist nichts Schöneres für Hunde, als wenn er mit euch kraxeln, da quer durch den Wald und so. Das finden Hunde cool. Und wenn du das machst, ich sag mal am Tag, über den Tag verteilt, ungefähr 90 Minuten, anderthalb Stunden, ist alles chillig, egal was du für eine Hunderasse hast. Ja. Wir sind ja nun mittlerweile bei HTS Aussie-Spezialisten. Also zu uns kommen ja Massen von, wirklich Massen von Aussie. Wir haben teilweise Seminare mit 21 Teilnehmern, 20 Aussies. Ja. Und das sind teilweise die Resultate. Es wird langsam besser in der Szene, merke ich. Und ich sehe teilweise die Resultate von Welpenbeinen an begonnener Auslastung. Weil man denkt, der Hund muss ausgelastet werden. Die werden so baller, dass wenn du die korrigierst, die fahren rum, du hast irgendwo einen Klamotten hängen, ja. Vor lauter Cortisol-Wahnsinn da oben, ja. Die sind also wirklich teilweise einfach sehr, sehr schwierig runterzukriegen. Und wir sind ja bei dem, ne, Erziehung, Auslastung, das sagt man euch. Und dann hast du irgendwelche Schwierigkeiten da mit dem Hund. Und dann kommen wir auf, zum Beispiel in der Hundeschule auf die, wir können ja Klickertraining machen. Ist Klickertraining ein Problem? Per se? Nein. Aber wenn du so einen Spezialisten hast, der zu viele eigene Ideen hat und der zu abgelenkt ist, und jetzt kommst du auf die Idee, ich mache Klickertraining, und zwar klassisches Klickertraining. Klickertraining beruht darauf, dass der Hund mit einer eigenen Idee ans Ziel kommt. Das ist Klickertraining. Klassisches Klickertraining. Das ist Shapen. Achso, ich dachte, du meldest dich. Ja. Der Hund bietet an und das Richtige wird bestätigt. Das heißt, er kommt auf eigene Ideen. Wenn im Alltag das mal eins meiner Probleme ist,
dass der zu viel auf eigene Ideen kommt, kann ich ihn doch jetzt nicht mit dem Klicker auslasten, indem ich bestätige, dass er eigene Ideen hat. Ist Klickertraining kacke? Nein! Aber für manche Hunde schon. Genauso wie Ballwerfen wiederbringen. Ist das per se blöd? Nein! Wenn du aber einen Hund hast, der sich im Freilauf zu weit von dir entfernt, ist Ballwerfen blöd. Größtmögliche Befriedigung findet einmal meistens entfernt von dir statt. Blöd! Da denke ich, ich lasse ihn aus und dabei mache ich mir alles kaputt, was ich mir auf einer anderen Ebene wieder. Als, ja, ihr wisst schon. Okay. Ich steigere mich da immer so ein bisschen ran. Naja, und die Folge dieser ganzen, ich fasse nochmal für euch zusammen, oh, ich bin super in der Zeit hier, ihr dürft noch ganz viele Fragen stellen. Die Folge eben all dieser kommunikativen Missverständnisse, und das war ja so ein bisschen, meine Idee war ja, deswegen Kommunikation versus Erziehung, meine Idee war ja, euch zu sagen, pass auf, während ihr eure Hunde erzieht, wäre es eine total gute Idee, wenn ihr euch ab und zu die Frage stellen würdet, was kommuniziere ich, während ich gerade versuche, meinen Hund zu erziehen? Nur mal diese Frage stellen. Und geht nach Hause und geht davon aus, dass die Mehrzahl der Schwierigkeiten, die ihr mit dem Hund habt, nicht daraus resultieren, dass er nicht kooperieren will, sondern dass er nicht kooperieren kann, weil du dich in seinen Augen auf der Ebene der Kommunikation, der sozialen Auseinandersetzung zwischen dir und ihm komplett gegenteilig von dem verhältst, wie es eben in seiner Sprache üblich ist. Ich weiß, dass die Argumentation für Konditionierung oder für Erziehung, so wie ich sie definiert habe, ist, wir sind höher entwickelte Wesen, wir sind verpflichtet, wir haben ja jetzt die Lerntheorie und weil wir das alles wissen, sind wir verpflichtet, da eben die Dinge über positive Bestärkung und so weiter zu lösen. Ich sage, weil du ein soziales Lebewesen bist, bist du verpflichtet, dich auf der sozialen Ebene mit deinem Hund auseinanderzusetzen. Keiner eurer Hunde wird, wenn ihr all diese Kommunikationsabläufe, Signale und Reihenfolgen einhaltet, der Hund wird niemals denken, du bist ein Hund. Das habe ich auch nie behauptet. Der denkt nicht, du bist ein Hund. Der denkt immer noch, du bist ein Außerirdischer. Aber er erkennt Vokabeln seiner Sprache. Und Hunde sind unglaublich anpassungsfähig. Ich finde die anpassungsfähigsten Wesen, die mir bekannt sind, ich habe jetzt noch nicht mit so vielen Tierarten gearbeitet, sind so anpassungsfähig, die sagen, ich erkenne 3 Vokabeln am Tag. Das reicht mir, dass ich meine Kooperationsbereitschaft um 50% erhöhe. Und das finde ich ehrlich gesagt, dass wir das unseren Hunden schuldig sind. So sieht das mal aus. So, zusammenfassend, die 4 Punkte, die ihr euch daheim merken sollt. Der erste Punkt war die Sache mit dem, wenn ihr einen Hund den ganzen Tag anglotzt, sagt ihr ihm, du führst. Es wird nämlich der angeglotzt, der am meisten Ahnung hat. Vielleicht mal weniger glotzen. Wäre eine gute Idee. Die zweite Sache war das Bestimmen von Richtung und Tempo. Fragt euch zu Hause einfach mal, nehme ich Einfluss auf Richtung und Tempo meines Hundes? Kann ich das überhaupt? Kann ich meinem Hund, wenn er in hoher Begeisterung mit Schweinsgalopp über das Feld rast, kann ich mir irgendwie sagen, du kannst gern dort weiterlaufen, aber mach's langsam. Geht das? Ja oder nein? Nehme ich Einfluss auf Tempo und Richtung des Hundes? Das nächste ist, die Hunde mit Führungskompetenz sind in der Lage, das Energieniveau des Gegenübers zu beeinflussen. Also frage dich, wie oft raste ich aus, werde wütend, habe Angst, Mitleid und die ganzen Sachen. Such dir jemanden, der dir damit hilft. Verlange nicht, dass der Hund auf dich, er kann nicht anders als zu sagen, meine Aktion löst bei dir eine Reaktion aus. Wer setzt Aktionen? Hunde mit Führungskompetenz. Also, und ihr habt an der Stelle, an diesem Punkt, ganz wichtig, wirklich mein Versprechen aus eigener Erfahrung. Wirklich, lasst euch darauf ein, dass die ganz viele Menschen sagen, ja, aber ich bin wütend, ja, aber ich habe Angst, ja, aber ja, kannst ja, ich verbiete sie ja nicht, kannst ja weiter haben. Nur frag dich, wohin hat mich das gebracht? Und wohin bringt es mich vielleicht am Ende durch meinen Hund und durch das Verhalten? Und weil ich sage, ich möchte gerne mich auf die soziale Kommunikation mit meinem Hund einlassen, das heißt, ich arbeite daran, nicht mehr wütend zu werden, und zwar nicht nur im Zusammenhang mit meinem Hund, sondern in allen möglichen anderen Lebensbereichen,
und so weiter. Und mein Hund hat mich Beharrlichkeit gelehrt. Beharrlichkeit ist in Menschenkommunikation nichts anderes als Nein sagen. Wenn du nicht besonders gut Nein sagen kannst, kann dir ein Hund beibringen, doch, das ist aber wichtig, auch mal Nein zu sagen. Und schon verändert sich dein Leben. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Und der letzte Punkt war, dass der Hund mit Führungskompetenz neue Situationen für das Rudel prüft und entscheidet, ob sie relevant sind oder nicht. Also überlegt euch in aller Ruhe, ob es irgendeinen Sinn macht, diese ganze, mein Hund kann das alleine, Erkundungsnummer weiterhin durchzuziehen, besonders wenn Tropfen jetzt im selben. Ja. Wo muss ich jetzt drauf achten? In der Hundeschule. Wenn ich eine gute Hundeschule haben will, wo muss ich drauf achten? Also pass auf, also jetzt wirklich ernsthafte Antwort. Du brauchst keine Hundeschule. Du brauchst einen gesunden Menschenverstand, du brauchst einen gesunden Hundeverstand und vielleicht brauchst du mal eine Rudigramme. Ich habe mich dann Spaß. Gibt ja die Aufzucht meines Welten. Aber wenn ich jetzt noch nie einen Hund hatte. Also pass auf, die Menschen, die noch nie einen Hund hatten und sich einen Hund holen, kann ich dir aus Erfahrung sagen, sind diejenigen, die am wenigsten eine Hundeschule brauchen. Die sind nämlich noch normal im Kopf. Diejenigen, die, ich verstehe ja, na klar, das ist eine Fortbildung hier, ja klar, kommt ihr hierher und ich gebe euch Wissen, ja klar. Sehr, sehr widersprüchlich, dass ich sage, es ist da draußen zu viel Wissen, aber es ist da draußen zu viel Wissen. Ich erzähle seit Jahren, mein tiefster Wunsch ist, arbeitslos zu werden, weil dann sind Menschen wieder da, wo sie mal waren. Back to the roots, zurück zum Bauchgefühl. Normale, logische Abläufe. Anstatt das ganze Gedöns, was wir uns da gedöns, wir rasten ja völlig aus. Früher nicht, versteht mich nicht falsch, ich sag ja nicht, Welpen sollen mit Brot und Milch aufgezogen werden. Früher haben die aber Brot und Milch gekriegt, heute haben sie einen Kinderspielplatz, wenn sie zu uns kommen. Da haben sie 50 Spielzeuge und 3 Bettchen und Jäckchen und Halsbänder. Ist das noch normal? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Kein Stress. Wenn du erst Hundebesitzer hast, von nichts eine Ahnung, folge deinem Bauchgefühl. Die Gefahr, dass du mehr falsch machst, als in einer normalen Erziehungshundeschule schiefläuft, ist sehr gering. Wenn die Miteinander, wenn die Aktionen miteinander von sehr viel Unruhe geprägt sind, dann fehlt auf jeden Fall, ist keiner von beiden Fräulein Rottenmeier. Es ist mein Job. Nur ich kann nicht sagen, wenn ihr im Garten dieses Theater macht, dann will ich eingreifen. Und im Haus, wenn der eine zum anderen geht und ihm eine halbe Stunde das Ohr putzt, da greife ich nicht ein. Das geht nicht. Ich gehe hin und sage, Ohrenputzen ist nicht erlaubt, den anderen nicht angucken ist auch nicht erlaubt und draußen rennen ist auch nicht erlaubt. Und das mache ich mal 3 Wochen und guck mal, was passiert jetzt. Und dann lasse ich ganz langsam die Dinge wieder zu. Aber rennen lassen, gemeinsam sich hochpushen, ohne Kontrolle, das lasse ich nie zu. Gibt's nicht. Und du hast noch einen Vorteil, weil wir haben, wenn du mehr als einen Hund hast, hast du einen riesen Nachteil. Du hast einen Muttersprachler daheim. Wisst ihr, was ich meine? Ihr habt einen Hund und kriegt einen anderen Hund. Ob die sich mögen oder nicht, alles egal, Muttersprachler. Ich bin von Muttersprachler ganz weit entfernt. Das heißt, die Gefahr, dass die zwei, ob sie sich mögen oder nicht, sehr relevant, sich irgendwann absprechen da draußen, ist riesig groß. Und deswegen, als ich jetzt den wieder dazugeholt habe zu meiner Hündin, der von Anfang am ersten Tag an, du kommunizierst nicht mit der und der Schäferhund kommuniziert nicht mit dem Border Collie. Finito. So, jetzt ist der 1 Jahr alt. Und dann haben die auch gesagt, ja gut, ne? Mutter hat gesagt, na Gott sei Dank, die Alte ist beschäftigt. Und der Border Collie hat gesagt, ich finde das super, so mit dir, so allein, ist auch schön. Eigentlich bist du auch viel interessanter als der Schäferhund. So, jetzt ist 1 Jahr rum. Jetzt erst erlaube ich Interaktionen. Und die sind immer kurz und sehr süß und sehr spielerisch. Die passen immer noch nicht zueinander, die Hunde. Aber sie dürfen jetzt Dinge miteinander tun, wenn sie das wollen, solange es ein bestimmtes Energieniveau nicht übersteigt. Ja. Aber dann ist nochmal die Frage, wenn ich jetzt das nicht zulasse, sagen wir jetzt mal für 3 Wochen, was ist denn in der Zeit, wo ich nicht zu Hause bin? Und die machen das. Naja, also Hunde wissen sehr genau, ob viel Raum oder wenig Raum zur Verfügung ist. Deswegen verhalten sich so viele Hunde im Haus miteinander anders als im Garten oder auf dem Spaziergang. Das gibt es oft Unterschiede, weil Hunde ein Gefühl davon haben, wie viel Raum da ist. Und du kannst in der Regel davon ausgehen, dass wenn du nicht zu Hause bist, ist ja derjenige, der darauf Einfluss nimmt, nicht da. Also, was auch immer sie tun werden, sie werden es tun.
Du solltest sie ja nicht auseinandersperren oder so. Sollen sie es tun, aber die Wahrscheinlichkeit, also dass Hunde in der Zeit, wo du nicht zu Hause bist, miteinander dolle rumturmen, ist sehr gering. Das ist, ich habe neulich, ich wollte ein Video machen auf dem Seminar. Wir waren auf dem Seminar, die haben angeschlossen an den Hundeplatz eine Hundepension. Und da war so ein Auslauf und in dem Auslauf waren, glaube ich, 10 Hunde, Speich, 11 Hunde, ja, auch junge Hunde teilweise. Und so. Und die haben viel Platz gehabt. Die hätten nur wirklich spielen können. Also echt, wenn die Bock gehabt hätten zu spielen, hätten die spielen können. Was machen diese 10 Hunde? Da steht ein Mensch vorm Gehege, die kleben alle an den Gittern und sagen, Mensch! Und da sage ich, Mensch, denk doch mal nach. Das heißt, guck mal, wie sehr der Hund ein uns, der hat Sozialpartner, Muttersprache, der könnte spielen, den ganzen Tag können die da spielen, sie tun es nicht. Sobald ein Mensch auftaucht, wenn keine Menschen da sind, tun die das schon. Aber sobald ein Mensch auftaucht, kleben die Hunde alle, springen am Dings und da beschäftige dich mit mir, nein, mit mir, nein, mit mir. So sehr ist der Hund mittlerweile schon auf uns als Sozialpartner geprägt. Ja. Irre, aber ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen. So, jetzt Anna. Also, wir sind jetzt befreundet. Ja. Und wir haben beide Hunde. Ja. Und wenn ich sie jetzt besuche, ja, dann spielen sie halt erstmal ziemlich wild. Hm. Das heißt, das sollten sie ja dann eigentlich auch nicht tun. Und meistens ist es so, dass meiner das irgendwann keinen Bock mehr hat, aber ihrer dann hingeht und ihm am Nacken zieht und schert und in den Ohren heißt. Ey, Schnucki, du stellst mir doch die Frage jetzt nicht ernsthaft. Ja. Aber nein, ich glaube nicht, dass du mir die Frage wirklich stellst, weil du schon längst weißt, dass spätestens ab dem Punkt, wo der andere deinem Nacken zieht und zerrt, ist irgendwie kacke, oder? Ja. Ah ja, du. Dann wäre es doch eine gute Idee, die können doch miteinander kommunizieren, die dürfen ja auch mal kurze Rennsequenzen haben. Aber nimm doch erst Einfluss darauf, prüfe dich, bin ich in der Lage zu sein, etwas zu beeinflussen. Bedeutet ja nicht, dass ich immer Einfluss nehme, aber stell dir die Frage, bin ich in der Lage, das zu beeinflussen? Das ist sehr relevant, alles was du an Freiheit zu deinem Hund geben möchtest. Wohlgemeinte Freiheit ist ja nicht immer die Freiheit, die der Hund gerne haben möchte, aber egal, alles, was ihr zulassen wollt, könnt ihr ja machen. Nur stellt euch bitte die objektive Frage, bin ich in der Lage, das zu beeinflussen? Durch Temporeduzierung, durch rausrufen, sagen, komm mal mit mir, kann ich dem sagen, hey, wir beschäftigen uns jetzt mal sozial, vergiss die anderen mal, geht das alles? Wenn das alles geht, kann man wieder ganz viel zulassen, ja. Davon kommen die auch nicht um. Aber nochmal, dein Bauchgefühl hat dir doch schon längst gesagt, dass da mit dem in Nacken und ziehen und nillen ist irgendwie blöd. Das weißt du doch, das musst du mich doch nicht fragen. Das meinte ich mit Ersthundebesitzer, verstehst du? Mhm. Ihr Bauchgefühl hätte schon längst gesagt, das ist nicht in Ordnung. Na ja, nur, wenn sie jetzt sagt, da gehe ich dann dazwischen, sag ich, zu spät. Das funktioniert, so funktionieren Hunde leider nicht. Wenn ich es bis dahin zugelassen habe, sagt der Hund, jetzt willst du Einfluss nehmen, ich glaube bei dir raus. Zu Recht sagt er das. Weil auf das Energieniveau meines Hundes muss ich an völlig anderen Stellen Einfluss nehmen. Hm. Aber dann müsste ich ja gerade meinen Hund jetzt schützen. Korrekt. Da wäre er ausgesprochen dankbar, bevor der andere ihn wieder in den Nacken beißt und rumzieht. Schon schön wäre das. Ich wäre da schon dann dazwischen, aber sie ist dann so eine, die fährt dann noch mehr hoch. Die andere Hündin. Genau. Ja, das ist doch nicht dein Job, ist ihr Hund. Ja, auch ich koordiniere die. Ich sag, dann nimmst du sie mal aus der Situation raus einfach. Was ich mache, ganz oft, wenn wir Rudelharmonie haben und wir lassen, da gibt es ja auch Rudel, wo das untereinander, also ich gehe da ganz entspannt hin, greife dem ins Halsband halt einfach nur fest. Was soll er denn jetzt machen? Wenn es ein Aussie ist, zappelt er noch eine Weile und dann sagt er, ja, ich komme hier nicht vom Fleck. Ja, und dann ist fertig. Ich halte ihn einfach nur fest, er kann doch jetzt nicht weg. Was soll er denn jetzt? Hüpft er? Ja, dann hüpft er. Aber er kommt doch, ich halte einfach fest und sage, du kommst jetzt hier nicht weg. Ganz einfach, Unterbrechung. Also ich meine, es gibt 8 Millionen Möglichkeiten zu unterbrechen, aber es ist die einfachste. Hingehen, Halsband festhalten. Und ich zeige aber auch auf den Seminaren immer wieder, man kann sich zwei spielenden, in Anführungsstrichen, ja, spielenden Hunden so nähern, und das lerne ich den Leuten auch, nähere dich so, dass das Wasser sich teilt, wenn du kommst. Und das zeige ich immer wieder, das ist gar nicht so schwierig, weil die Teamplayer, die Fräulein Rottenmeiers, machen das genauso. Die nähern sich schon so, das Wasser teilt sich, da sind die noch gar nicht da. Und die anderen gehen auseinander. Und das könnt ihr als Menschen auch. Ihr müsst halt nur wissen, was ihr wollt. Ne? Ihr wisst schon, ein Ziel haben, Fokus haben und das Ganze dann auch noch tun. Ja.
Also ihr Lieben, das Timing ist super hier. Ich, ne? Oder? Schon geil. Super. Ihr fallen noch nicht die Augen zu. Alles ist cool. Also, ich hatte einen coolen Abend. Ich hoffe, ihr hattet auch einen coolen Abend. Und nehmt es ein bisschen mit nach Hause. Nochmal zum Schluss, weil ich es am Anfang gesagt habe, das ist meine Sicht der Dinge. Das war eine Einladung heute Abend. Keine Überzeugungsarbeit. Das mache ich nicht mehr. Ja, früher habe ich darum missioniert. Das mache ich heute nicht mehr. Es ist eine Einladung. Ich wollte euch ein paar Ideen in den Kopf pflanzen. Denkt drüber nach. Erlebt eure eigene Welt mit euren eigenen Hund. Macht eure eigenen Erfahrungen. Bewertet die, wie auch immer euer Wertesystem, euer persönliches ist. Und ansonsten bleibt mir nur, mich zu bedanken für das Wertvollste, was ihr einem Menschen schenken könnt. Aufmerksamkeit und Zeit. Vielen, vielen Dank.